Mein Name ist das Bo. Wenn's dir scheiße geht, ich hab Rap für dich. Und ihr seid bei Pimp My Bike auf MTV. Und heute besuche ich wieder einen Kollegen. Matze ist heute dran. Er hat ein großes Problem. Sein Fahrrad. Und meine Meinung ist ja, ein ordentlicher Typ braucht ein ordentliches Fahrrad. Und wenn man das nicht hat, kommt's nicht zusammen. Also Leute, wir gehen da mal hin. Ich hole das Fahrrad ab und dann wird das gepimpt. Also seid dabei und guckt es euch an. Yeah. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Hi, ich bin Matze und das ist mein Fahrrad. Ich liebe mein Fahrrad. Das Schicksal hat uns quasi zusammengeführt. Also ich bin nicht einfach in den Supermarkt gegangen und habe gesagt, hier Fahrrad 1A an die Kasse und bezahlen, sondern es ist zu mir gekommen. Ja, ich bin Jan, ich bin der beste Kumpel so von Matze. Nur es gibt eine Sache, das geht überhaupt nicht. Da waren wir in Amsterdam, perfekter Urlaub. Diese Zyax-Säge hier, die hat er aus dem Kanal gefischt. Naja, Klingel ein bisschen festgerostet, aber haben eine neue Klingel dran gemacht. Der war Sound. Also der Matze ist echt ein super guter Freund von mir. Echt immer ein Riesenspaß. Aber was gar nicht geht, ist ein Fahrrad. Schutzblech war auch vonnöten, damit man keinen nassen Arsch kriegt. Dieser Aufkleber, den habe ich dran gemacht, um meiner Frau zu sagen, das Fahrrad bleibt bei mir. Also es ist nicht so, dass ich Matze nicht lieben würde, ganz im Gegenteil. Und er hat wirklich Feuer, was man von seinem Fahrrad natürlich nicht sagen kann. Ständig muss ich ihn ziehen, weil er nicht kann. Nee, ich kann nicht hinterher. Also da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Sattel, total bequem. Auf langer Strecke tut es ein bisschen weh. Well, it's a do, I can say about it. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass was passiert. Bitte MTV, pimp my bike. B.O. oder Flo, weißt du Bescheid? B.O. B.O. oder Flo, weißt du Bescheid? Oh mein Gott, Alter. Naja, Fahrrad kann man das nicht nennen hier. Matzes Drahtesel, wie man das auch immer nennen will. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus, wenn man alles neu machen will. Aber so würde ich damit auch nicht auf die Straße mich trauen. Gefährlich, gefährlich. Aber dafür hat er ja zwei Klingeln. Naja, eine Klingel hat er auf jeden Fall, die funktioniert. Was soll ich sagen, das Ding muss komplett aufgemotzt werden, weil so kann das auf jeden Fall nicht auf die Straße. Verkehrssicher ist es erst recht nicht. Ja, Matze, kein Wunder, dass du Probleme mit deiner Freundin kriegst mit so einem Fahrrad. Würde ich mich mit dir auch auf jeden Fall nicht auf die Straße trauen. Aber die Jungs vom Genius Club, Ape Coast, Cycles, die werden das Ding mal richtig aufmotzen, damit du damit wieder auf die Straße kommst und die Leute sich umdrehen nach dir und nicht von dir weg. Verdammter Scheiß. Ja, genau, verdammter Scheiß, genau was richtig. Was geht ab? Du weißt genau, was mir hier jetzt treibt, oder nicht? Oh, was geht denn hier ab? Oh. Vögel in der Hose zum. Du weißt genau, warum ich hier bin, oder? Nicht wegen meinem besten Stück. Nein, ich bin hier wegen der Fahrrad, ja. Mann, natürlich. Geile Scheiße, jawohl, Alter. Jawohl. Komm mal mit, Alter, Mann, wir können uns das mal an hier. So, Matze, das ist der Schlitten, oder was? Aber wie ist das denn? Als Rocker kannst du damit da so rumfahren oder lachen die Leute dich aus? Oder denken die, das gehört zum Style? Also manche drehen sich schon um, so, aber... Soll ich das mal aufmotzen, das Ding, oder was? Würdest du machen? Natürlich, Alter, komm. Das mache ich jetzt mal klar. Okay. Wir machen das fertig. Die pimpen das! Ob der Rapper das Rad zum Rocken bringt, aber es ist Bo, er kriegt das hin.
Arbeit, Jungs, glaube ich. Ey, Digga, was schleppst du uns hier an für den Scheiß? Oh, oh, bo. Oh, aua. Alter, Schwede. Das ist ja die letzten Meter habe ich noch geschafft, aber. Aber da geht alles ab hier, guck dir das an. Schön. Du musst ihm irgendwas noch reintun, ey. Ja. Er meint, er fährt damit noch, hat Probleme mit seiner Freundin, ja. Seine Kollegen das kann nicht mehr mit ihm umhängen. Wir müssen das aufmotzen hier. Das machen wir. Für die kein Problem. Matze, Alter. Auf jeden Fall. Dann geh mal ran, das Ding. Nimm das wieder nach. Das ist sauber gemacht, die Matze. Aha. Okay, Leute. Ihr wisst ja, Bo hat schon ein bisschen was erzählt. Matze ist ein lieber Kerl. Ein großes Herz. Hat echt, tut seinen Freunden nur Gutes und so. Und genau das machen wir jetzt für ihn. Also wir sollten loslegen, dass wir das Rad echt so aufpimpen, dass das Bo sogar selbst mit den Ohren schlagert. Alles klar. Was hast du denn ausgedacht, Digga? Also ich habe mir erstmal überlegt, da er bei langen Strecken, die er fährt, oftmals Rückenschmerzen kriegt, ja, dass wir ihm einen fetten Bananensattel von Lowrider anbauen. Weg damit. Ne, da bauen wir einen fetten Elbhänger hin, geknickt, damit er schön aufrecht sitzt. Alles klar. Und vorne auf jeden Fall eine fette Chromgabel, die Imperial Fork. Okay. Till, was hast du? Mats ist leider Rocker, oder? Ja. Schönes Ding. Und er hängt an seinem Rad, oder? Das ist schön. Ja. Sonst wird das nicht lange aufkommen. Jetzt das nehmen wir als Aufhänger. Okay. Getwistete Speichen. Ja, geil. Wir twisten an dem Rad. Sowohl hier als auch hier. Die Möhre muss sowieso erstmal weg, ist ja logisch. Es schmeckt überhaupt gar nicht, ey. Kalino, was hast du? Also, ich werde mich um den Rahmen kümmern. Ja. Der Rahmen kann erstmal so bleiben. Aber was auf jeden Fall ran muss, ist Fell. Willst du davon? Das sieht mir mehr aus wie ein toter Bär. Tarn ist ganz geil. Das mal. Ah, mein Favorit. Okay. Das ist doch Rock'n'Roll. Das ist doch das wilde Tier. Matze braucht Musik an seinem Fahrrad, oder? Geiler Gedanke, ja. Auf jeden Fall. Walkman. Ich glaube, ihr spinnt. MP3-Player kommt da ran, ohne Kopfhörer. Kriegt Boxen an sein Fahrrad. Genau. Das klingt jetzt schon sehr wild. Okay, und was hast du am Start, Michi? Der braucht natürlich vernünftige Socken drauf, so richtig schön dicke Puschen, vernünftige Reifen. Alter, was hast du denn dabei? 20 Zoll, 144 Speichen, Pornofelge. Das ist echt Porno. Ich baue ihn einen Auspuff. Und der Auspuff soll qualmen. Nein! Ich habe immer Gedanken über das Licht gemacht. Das Ding nehmen wir als Hauptscheinwerfer. Zusätzlich bekommt dann zwei kleine Positionslampen für vorne. Als weiteres machen wir eine Unterbodenbeleuchtung. Unterbodenbeleuchtung? Und zusätzlich kriegt er eine Fernbedienung für seine So, Junior. Ich habe euch die Mühle angeschleppt. Matzes Zukunft liegt in euren Händen. Aber ich vertraue darin, dass ihr das Ding so aufmotzt, dass er mit seiner Freundin wieder sich an einen Tisch setzen kann. Machen wir das Ding richtig cheeky. Sauber, ne? Das ist auch richtig. Alles klar, Leute. Das wird aufgepimpt und ich bin erstmal draußen. Yo. Alles klar, Matze. Dann guck dir dein Rad jetzt nochmal ganz genau an. Das ist das letzte Mal, dass du den Schrotthobel so siehst. Das Ding wird jetzt gepimpt. Aber wir haben so eine Gabel. So eine Gabel. Und da willst du so eine Sissy wahrnehmen? Das ist das, was es gibt. Ich glaube, wir sind bei Elb Coast Cycles, oder? Ich werde was bauen, und zwar was Anständiges. So, guck dir das Rohr an und guck dir das Rohr an. Hm? Hey. Zehnmal besser. Hier, wir brauchen Stoff, cool, und zwar so richtig. Matze, das ist richtig geiler Stoff. Sag mal, Cardi, ich hab jetzt hier den fertigen
Sattel von Lowrider, den Bananensattel. So ist der zwar schon schön, aber wir müssen ihn auf jeden Fall neu beziehen. Und hier hinten, dass er sich da noch ein bisschen anlegen kann, weißt du? Am besten wäre, wenn du ihn ein bisschen aufpolsterst. Wir haben hier die Imperial Fork mit den fetten Federbeinen. Das dämpft schön die Schläge auf deinen Rücken. Fällst du fest? Ja, ich halt fest. Hier hätten wir die Ringe noch rein. Ja, scheiße, wir haben die Ringe vergessen. Cool. Wir haben die Ringe vergessen. Matze, wir reißen den putzlichen Arsch auf, dass die Funken fliegen. Sag mal, meinst du, du hast eine Idee, wie ich den Auspuff zum Rauchen krieg? Michi, ganz ehrlich, das Ding muss nicht qualmen. Wir können das auch echt. Das sieht so schon so geil aus. Wenn ich sag, das qualmt, dann kriege ich das auch hin. Junior, guck mal. Diese Ventilkappe ist ja echt schon geil. Aber wie findest du das denn? Geht Iro, oder? Auf jeden Fall. Und mit dem Schlauch drauf und dieser dicken Pelle bist du der König der Landstraße. Aus. Der ist am Schrauben und am Drehen und am Twisten, der Kiefer hier. Für dich wird hier die Welt gedreht, Alter. Guck dir das an. Das ist echte Handarbeit, das kriegst du nirgendwo anders. Und kiek mal, wie das glitzert. Funke. Du, Kadi, meinst du, das ist schlimm, wenn die Dinger nicht rauchen? Michi, das ist peinlich. This is a man's world. This is a man's world. Nah. But it won't mean nothing. So, guck mal, ich habe jetzt den MP3-Player fertig. Okay. Der ist jetzt schön versteckt. Oh, geil. Matze, endlich hast du Mucke an deinem Rad. Ah, ja. Aber pass auf, das Beste kommt noch. Na. Und zwar habe ich mini kleine Ausklappboxen gefunden. Nee. Die kommen hier an die Lenkergriffe. Ja. Das heißt, wenn er Musik hören will, klappt er die Boxen um. Okay. Und hat den Sound direkt im Ohr. Ich habe die Unterbeleuchtung mal ein bisschen vorbereitet schon für den ersten Test. Ey, sauber. Und ich würde sagen, das glänzt. Alles klar, 20 Minuten, alles klar. Okay, dann bis gleich. Tschüss. Das war Bo, Jungs. Wir haben noch 20 Minuten, dann ist Matze hier. Also, wir kriegen's hin. Gib Gas, wir müssen reinhauen. Wir müssen fertig werden. Fertig werden, fertig werden. Ja, ich glaub schon, Alter. Ja? Pass auf, Matze. Du kannst dich noch erinnern, als ich bei dir zu Hause war und dein Fahrrad, naja, dein Drahtesel abgeholt hat. Ich wollte es eigentlich wegschmeißen und dir eine Monatskarte organisieren. Aber die Jungs vom Elb Coast Cycle, die haben das Ding noch hingekriegt. So, das Ding ist aufgemost worden. Und ich sag mal, wenn das hier nicht der Hammer ist, dann das hier. So,
das Ding ist aufgemotzt und ich habe mir noch ein kleines Special einfallen lassen für dich als ganz besondere Überraschung. Weißt du, was das hier ist? Ey, kein Plan. Nein, aber du weißt doch sicherlich, was das hier ist. Ey, Alter, eine Tätowiernadel. Yeah. Komm hier rein. Ey, cool. Ey, mobiles Tattoo-Studio. Aha, aha. Kannst du dich selber unterlegen, jetzt feigern. So sieht's aus. So, Matze, du siehst, hier ist einiges passiert an dem Fahrrad. Und jetzt werden die Experten mal erzählen, was sie genau gemacht haben. Matze, du erinnerst dich an einen kleinen, dünnen, verrosteten Vorderreifen. Einen schönen, fetten 3-Zoller von 3G, einen schönen Sliggy. Das ist mein Lieblings-Voodoo-Totenkopf aus Haiti. Ich hoffe, der schützt mich. Auf jeden Fall. Und hast du das hier schon gesehen? Boah. Normale Ventilkappe gibt's bei uns nicht. Ich hab dir da auch ein Iro drauf gemacht. Pass auf, deinen Rahmen habe ich dir mit Fell bezogen. Wie in meinem Wohnzimmer, Alter. Passt. Echt? Gut, ja. Na, dann habe ich das Richtige ausgemacht. Das ist ja alles schon mal ganz geil. Damit das für dich noch ein bisschen sicherer wird in deinem Leben, habe ich dir jetzt mal eine funktionierende Vorderlampe angebracht. Die leuchtet einmal für Fahrtlicht. Du kannst auch umschalten auf Parklicht. Ja. Also, damit du auch von hinten gesehen wirst, haben wir hier für dich eine Torpedolampe. Alles lecker. Das ist die Fernbedienung. Und falls du dich fragst, wofür, dann drück da mal drauf und dann zeige ich dir mal, was hier unten am Start geht. Yo! Das ist so, als wenn du deine Alarmanlage beim Wagen piep piep und da stehen die Bräute daneben, alle und reißen sich die. Wir twisten hier richtig an der Schüssel. Da wird getwistet, hier wird getwistet. Vorne twisten wir auch noch. Ich habe dir hier aber erstmal nochmal eine richtig dicke, fette Sissy-Bar dran geballert. Da deine Tattoo-Halterung, alles Spezialanfertigung, extra nur für dich. Das gibt's nur einmal. Die Gabel, die vorher dran war, die war gemein gefällt. Und da habe ich gedacht, okay, das muss auf jeden Fall fetter, gefederter sein und habe eine Imperial Fork angebaut. So, machen wir weiter mit den geknickten Elbhänger. Und da haben wir nicht nur eins, zwei, nicht drei, sondern vier! Dann war ich noch so gut und hab dir nämlich hier für deinen Rücken, weil ich ja weiß, dass du Rückenschmerzen hast und das besser werden soll auf längeren Touren, hab ich dir den schön gepolstert. Danke, Mann, Alter. Matze, und erinnerst du dich an deinen Hinterreifen? Du hast von uns einen richtig dicken Dino-Feuerball-Reifen. Der hat ein richtig schickes Flammenprofil. Und zu Flammenprofil haben wir dir natürlich auch die getwisteten Auspuffrohre rangebracht. Die qualmen sogar. So, und ein Special Feature haben wir natürlich noch. Was ist das hier wohl? Ha? Du hörst ja auch gerne Musik. Und da haben wir uns das einfallen lassen. Ja, das sind Boxen, damit alle mitkriegen, was du hörst. Wir haben nämlich angebaut ein MP3-Player. Und das geht so. So, Matze, hiermit bist du offiziell aufgemotzt, aufgepimpt. Und jetzt kannst du wieder raus auf die Straße damit. Und einen habe ich noch für dich. So, das Ding hier, damit das auch sicher bleibt. Ne? Heftig, danke. Dann hau mal rein, mach's gut. Ne? Also wenn ich jetzt mit meinem neuen Chopper so durch Hamburg City cruise, das ist ein ganz neues Fahrgefühl. Jeder, wirklich jeder dreht sich um. Ist nicht so wie mit dem alten Hobel, den ich zwar mochte, aber das Schöne ist, dass halt so die Verbundenheit zu meinem alten Fahrrad doch noch mit da ist, dadurch, dass der Rahmen erhalten blieb. Wenn ich jetzt mit meinem Rad bei meinen Freunden vorfahre, die können gar nicht anders, die müssen jetzt immer mit. Nee. Alter, hey! Ist das geil? Das ist kein Fahrrad, das ist pur Sex. Flammprofil auf den Reifen. Oh Mann, ich freue mich so, das super. Ist ja schön. Das ist kein Vergleich. Vorher, was das für eine Schrottkiste war und jetzt irgendwie eine glatte Eins. Super geil geworden. Ja, so ein bisschen neidisch bin ich, aber ich gönn's ihm echt voll, von vollem Herzen. Sag mal her. Mit meinem neuen Fahrrad beginnt für mich ein ganz neuer Lebensabschnitt, eine ganz neue Lebensqualität.
Nicht nur beim Fahrradfahren. Danke MTV for pimping my Fahrrad so geil. Ich würde sagen, das Ding muss komplett aufgemotzt werden. Und da gehen wir mal rüber zum Minus Club mit den Elbscorp Snacksens. Die werden das dann auch snacken, weißt du? You gotta hit us up to get a pimped out ride. Mit dem Fahrrad hat man niemals Parkplatzprobleme. Fährt man so ein Fahrrad wie Karol, hat man ein Riesenproblem. Der fährt nämlich einen Clipper, auch Klapprad. Hat er wahrscheinlich noch von seiner Oma geerbt. Er braucht was Anständiges. Der ist DJ und braucht echt ein richtig cooles Teil, um zu seinen Gigs zu kommen. Und er weiß nicht, dass ich heute auf dem Weg zu ihm bin, ihm sein Klapprad richtig auseinanderklappe und ihm das Ding so aufpimpe, dass er verrückt werden wird. Jetzt auf MTV, Pimp My Fahrrad. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Hi, mein Name ist Karol, ich bin 28 Jahre alt und das ist mein Fahrrad. Das Ding stand bei mir im Keller und zwar hat das ein Kumpel bei mir vergessen. Der hatte Schulden bei mir und da habe ich gesagt, Mensch, irgendwie lass mir doch das Fahrrad. Aber ich war ein bisschen scharf auf das Ding auch. Es hat nur irgendwie ein bisschen den Nachteil, dass es ziemlich Schrott ist mittlerweile, ja? So, ich bin der Dirk, bin ein dicker Kumpel von Karol. Der Typ ist echt einer, mit dem kannst du Pferde stehlen. Aber sein Rad, das sollte man hier ja mal stehlen, echt. Puh, das geht gar nicht. Die Bremse ist total im Arsch, ja? Also das ist, glaube ich, irgendwie, sowas wird gar nicht mehr verbaut. Irgendwie eingedellt alles, Licht funktioniert nicht mehr. Jo, hi Leute, ich bin Justus und Karol oder Dr. Berger, wie wir ihn nennen, ist echt einer der coolsten Typen, die ich so hier auf dem Planeten kenne. Unser Personal Private DJ. Aber was dabei passieren kann, das sieht man an mir. Wir tanzen uns die Füße kaputt. Und das liegt nicht nur am Tanzen, sondern auch an seinem beschissenen Klapprad. Da bin ich nämlich runtergefallen. Der Sattel ist total zerlöchert, da kommt Wasser rein und ich irgendwie bekomme immer einen nassen Arsch dadurch. Jetzt kommt er noch mit seinem Klapprad vorbei, das geht gar nicht. Also, was soll ich sagen? Ich bin enttäuscht. Denn wenn er damit zu einer Party fährt, kriegt er keinen Respekt und Dre fährt doch auch nicht im Käfer vor. Hey MTV. Bitte, 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 bitte mit Zucker oben drauf. Pimp my Klappi Klapp Fahrrad. Es ist wieder soweit. Hinter mir ist das Haus, wo der Karol wohnt. Wir kommen hier durch den Garten rein. Ihr werdet es nicht glauben, aber so sieht ein Klapprad nun mal aus. Die Bremsen irgendwie fehlen. Kaputtes Licht. Auch scheiße. Erste, der geklingelt hat. Mal sehen, ob sie funktioniert. Ich glaube, das reicht. Hier hinten hat Godzilla drauf gesessen. Jetzt klopfe ich mal an die Scheibe. Der hat nämlich überhaupt keine Ahnung, dass ich da bin. Aha. Geschmack hat er, was die Wohnung angeht. Ah. Hallo? Guten Tag. Olli? Ja, Olli, Alter! Hau rein, ja. Ich weiß, wegen dem scheiß Ding bist du hier. Los, mach die Tür auf. Mann. Heißes Teil, hast ja. Du was vor dir? Ja. Okay, zu. Du legst auf. Ja, ich leg auf. Klar. So Psychedelic Trance und Hausmucke hier in Hamburger Clubs. Wie sehr hier alles mit CDs, ne? Ja, ja. CDs sind handlich, ja, und ich habe das nur mit CDs gelernt, aber heutzutage kannst du ja auch alles machen. Kannst du scratchen. Wir müssen uns ja nochmal die Chaise des Fahrrads angucken. Ja, deswegen bist du ja hier, ne? Genau, und da es irgendwie draußen arschkalt ist, dachte ich, du holst das Ding rein, ja. Und ich wärme mich ein bisschen hier auf. Ich hol das Ding mal rein, ne? DJ! DJ!
DJ. Wer da drauf gesessen? Ich hab da so ein paar Leute transportiert. Könnte man denken, das ist eine Retro. Ja, man kann ja nicht alles haben, ne? Nee, kann nicht alles haben. Man braucht auch keinen Ständer. Nee. Na, ab und zu braucht man den schon. Du sitzt etwas tief. Aber braucht man ja eh nicht, weil das Licht ist ja kaputt. Single, oder? Ja. Die hat auch ein geiles Zeichen. Hier ist noch ein altes Speichenschloss dran gewesen. Möchtest du so eins eigentlich wieder dran haben? Jetzt geht's los, würde ich sagen. Wir bringen das Ding weg und machen den Karol glücklich. Ich zeig dir den Weg. Na dann los. Also wenn jemand kommt, brauche ich nicht klingeln, mache ich also, so hier. Also was ich brauche, ist auf jeden Fall eine neue Bremse. Ja, die kriegst du. Dann wiederkommen, ne? Aber klar doch. Oh, tschüss. Ja, da bin ich ja gespannt. Da ist der Jackie, ne? Jackie? Das ist Schlipper. Ja, wollte ich nur mal vorstellen. Scheiße. Wo sind die denn? Na, die klingel ich jetzt raus, ich fahr zu schnell. Hey, Olli, du bist schon da. Jungs, Olli ist da. Klappt ja richtig! Klappt echt ganz gut. Endlich mal ein Klavi. Ja, ey, was halt cool ist, ich finde, es eine super Aufgabe. Ja. Das Fahrrad gehört Carol, ist ein DJ. Okay. Legt nicht mit Vinyl auf, macht alles mit CDs. Ja, noch Vintage. Ah, Sattel auch kaputt. Er braucht einen bequemen Sattel. Er steht die ganze Nacht in der Diskothek. Disco Inferno sozusagen. Ja. Irgendwie hat er mir nicht ganz getraut. Ich glaube, er meint, du kommst aber auch wieder. Oh mein Gott. Das Ding muss gepimpt werden, würde ich sagen. Aber mal so richtig gepimpt, ne? Wir haben alles geändert. So Leute, jetzt wird's ernst. Ich habe hier nochmal draußen mit Olli Koritschi gesprochen. Der hat mir nochmal ein paar Sachen über Carol erzählt. Und ein DJ und ein Klapprad geht schon mal überhaupt gar nicht zusammen. Also der Typ ist eigentlich echt ein Großer. Er ist super spendabel, sein Freund gegenüber, wenn da einer mal mit Kohle Problem hat oder sonst irgendwas, ist er immer gleich der Erste, der dabei ist. Und von daher muss das für ihn echt ein geiles Ding werden. Deswegen denke ich mal, erzählt mir Kalli jetzt mal, was sie für sich ausgedacht hat. DJ, sagst du? Ja. Das finde ich gut. Dann muss das glitzern und funkeln, glaube ich, oder? Was ganz wichtig ist, was er braucht, na, eine Tasche für seine CDs, damit er auflegen kann. Eine gute Idee. Und vorne kriegt er eine fette Soundanlage. So eine riesen Bassrolle auf dem Klapprad, das ist doch genau. Mit Boxen und... Oh, Bass! Auf jeden Fall muss das funkeln, glitzern, vielleicht noch so eine Disco-Kugel damit ran, die dann angestrahlt wird und das... Überall glitzert und funkelt, genau. Gabelsattel Lenkerecke, was macht denn dein Plan? Das Klapprad muss auf jeden Fall zu erkennen sein. Also, die Gabel bleibt beim Lenker. Ein Elfhänger geknickt, aber diesmal die Junior-Version. Okay. So ein bisschen Lowrider-Style. Dann bauen wir ihm hier auch noch eine Halterung ran, dass er sein neues Mitsubishi-Handy da gut nutzen kann. Eine kurze Sissy-Bar, Bananensattel und dann noch ein Gepäckträger, der integriert in die Sissy-Bar. Kann das irgendwie sein, dass im Restpost dein Gepäckträger aufgegangen ist? Ich glaube, du hast ordentlich was zu tun, alter Umformator. Ja, Mann, ey, klar, da muss halt gezaubert werden. Ja, mit Power. Genau. Ihr wollt vorne schwere Last drauf haben, ihr wollt hier hinten schwere Last drauf haben. Und dann mit nur einem so einem Bogen, vergiss das. Boah, da muss aber ein richtig dickes, fettes Rohr reingebraten werden. Ja, so, genau so. Das hast du doch gelernt, dann mach das doch eben. Ja. Hinten, denke ich, brauchen wir entweder einen Lastengepäckträger, der weit auslegt, oder wir nehmen auch wieder mal eine Sonderanfertigung, ne? Cool. Jetzt wissen wir, was Till gelernt hat. Jetzt wollen wir mal gucken, was Michi gelernt hat. Das Ding wird so schwer, das braucht richtig stabile Reifen. Und ich prophezeie dir, na? 280 Speichen auf diesem kleinen Fahrrad. Ach du Scheiße. Wie machst du das mit diesem alten Lager da? Ja, ich hab mir das eben mal angeguckt und ich weiß nicht, wo ich so ein altes Ding herkriege. Also ich frage Mink einfach. Aber jetzt Schluss mit Lust, ey. Kopf in den Nacken, nicht lang schnacken, ab die Post. Ja! Alter. Giga.
Harte Zeiten für die Elbcoast Cycles. Ob Oliver Korytke am Ende sein Versprechen halten kann und die Easy Peace Carol mit seinem neuen Klapprad in die DJ Orbit schießen, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Gleich bei Pimp My Fahrrad. Noch ist keiner da, aber da ist schon wieder was. Tut mir leid, ja, es tut mir leid. Ihr seid schon am Schuften, ja, oder wie? Ja, wir haben uns die Kiste schon mal angeguckt. Klapprad ist ja nicht ganz so einfach, da im Auto zu finden. Und ja, sind wir halt beide. Deswegen bin ich hier. Ah, okay. Der Typ ist DJ, Dr. Berger. Ach, wie geil. Also ich würde mal sagen, Disco-Club. Ja, super. Oder? Ja. Na dann wieder ran. Viel Spaß. Was ist mit meinem Fahrrad eigentlich? Dein Fahrrad sind wir auch dran, habe ich im Kopf. Kümmere ich mich noch drum. Es läuft. Ich rufe dich an, okay? Hau rein. Okay, Carol, dann guck dir dein Klapprad noch mal genau an. Das Ding wird jetzt gepimpt und da haben wir auch richtig Bock drauf, weil so ein Klapprad, das hat gar nicht mehr jeder. Das Ding ist echt sexy, Mann. Ist ja auch schön steif jetzt hier mit der oberen Strebe. Ich habe da irgendwie nochmal das Ohr hier reingesetzt. Bisschen gebogen vorher. Klappe ist zugerotzt. Schelle erhalten, damit wir halt einfach noch ein bisschen diesen Klappcharakter haben. Aber jetzt ist stabilo. Granatenmäßig schon. Bei DJ Dr. Berger haben wir einiges verändert. Die Rahmenverstärkung haben wir so gelöst, dass wir oben einfach ein Oberrohr reingesetzt haben. Schön dicken Durchmesser, damit wir auch Platz haben, um den Dr. Berger Schriftzug unterzubringen. Gleichzeitig haben wir, als wir es lackiert haben, dann auch mit Metallflex gearbeitet, damit ein bisschen Metallic-Look entsteht. Passend zu den Disco-Zügeln. Monster. 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 Wir sind die Monster-Nicke. Das ist ja ein DJ-Rad und das muss funkeln und glitzern. Und du machst da ja auch schon voll viel Licht dran. Und da dachte ich mir, eine Disco-Kugel am Griff, das muss sein. Das passt halt natürlich auch, ja. Und vor allen Dingen, das passt, guck dir das mal an, wie das funkelt zu dem Lack. Da mache ich aber besser mal ein DKT. Hä? Ein was? Ein Disco-Kugeltest. Glitzert aber, hallo. Unsere Deko-Tante, die Kati, die wollte so eine CD damit drauf haben und das passt aber mit der Gabel nicht. Das machen wir einfach weiter auf und setzen die auf die Narbe direkt mit drauf. Das Narbe ist ja nun dein Baby, oder? Ich mach Meng? Das. Ich verlasse mich auf dich. Genau. Holst du den Schlüssel? Ja. Mich würde sagen, Michi fragen. Nickel Match! Welchen willst du nehmen? Gegen hier da? Meinst du, das ist der Richtige? Nee, ich halte das schon fest. Na Mädels, Lips? Nickel, 2 Wochen, Fernsehverbot. Wieso? Wegen Imbus vergessen. Ach so. Und du? 1 Woche Stubenwalderrest wegen Schlauberger. Halbrundpfeile ist die immer noch in Gebrauch. Ich brauche die Halbrundpfeile! Was soll die Runde mal geben? Halbrund. Dr. Berger, das wird dein OP-Tisch.
Da kannst du dir das alles schön einstellen, 1000 verschiedene Sounds, laut und leise machen, wie sich das für einen vernünftigen DJ gehört, ne? Ich mein so richtig hier im Trend, dann engagier die Electric Super Dance Band. Hey, Nigel! Komm, Nikrum spielen, mach ich. Jetzt kommt Carol, auch Dr. Berger genannt. Der ist DJ und sein Fahrrad, Klappi, auch Klapprad genannt, hatte so viele Krankheiten, dass es Ewigkeiten auf dem OP lag. Aber die Jungs von ECP haben alles gegeben und haben es geschafft. Der wird gucken. Na endlich, Alter! Da, wie geht's? Oh, bist du schon gespannt? Ja, Mann, ey. Wie du weißt, komme ich gerade vom Auflegen. Oh, dein ich musste Herz mich richtig schlägt. Anstrengen, um nicht die Übergänge zu versauen. Also, hast du ein bisschen Bierchen getrunken? Super. Ja, ja. Wie gesagt, ich komme vom Auflegen. Also, halt dich fest, Alter, ich sag's dir. Viel Spaß. Zack. Hey. Hi. So, alles klar. Warte, ich halte ihn fest. Scheiße. Ihr dürft. Nein. Vorsichtig. Am Rad drehen, es ist höchste Zeit zum Abgehen. Danke, das ist der Hammer! Komm, sehr gut. Das ist doch nicht mein Fahrrad. Yo, was geht ab? Das ist mein Bike, ey, was geht ab? Das sind Boxen dazu. Die sind verrückt. Damit du irgendwie auch Platz auf der Straße hast, morgens, wenn du aus der Disco kommst nach dem Auflegen, habe ich mir noch was ausgedacht. Pass auf. Achtung, Achtung! Bitte räumen Sie die Straße. Hier kommt Dr. Berger mit seinem Disco-Mobil. Bitte gehen Sie weg. Bei den ganzen Plänen, die wir hier hatten mit unserem Sound, musste ich die Vorarbeit leisten, nämlich hier die Stabilisierungsstrebe einpassen. Ein. Ja, du bist ein bisschen stabiler. Hier unten musste ich dir natürlich dein liebes kleines Klappi-Mechanismus-Scharnierchen da mal ein bisschen zuschweißen. Rechts, links, oben, unten. Ja, glaub mir, das nehme ich in Kauf. Aber Charakter von Klappi bisschen noch erhalten. Ne? Okay, Carol, du bist DJ und da dachte ich mir, Disco muss einfach sein an deinem Rad. Hier ist eine Disco-Kugel, hier ist eine Disco-Kugel. Und natürlich an deinen Griffen. Geil. Die sind einmalig. Die habe ich dir selbst angefertigt. Die gibt's nicht zweimal. Du fährst? What? Oh, fuck, geil. Noch ein Licht an. Was ist das denn? Und flackert durch die Gegend. So wie er auch nur einen Bürgersteig hoch runterfährt. Oder sowas. Vibration. Ja, die CDs habe ich dir noch mit reingemacht. Die funkeln dann dazu noch. Das gibt es gar nicht. Ich glaube, dieses Ding, das rockt! Das Wichtigste, was ein DJ braucht, ist natürlich die Anlage. Damit kennst du dich wahrscheinlich noch besser aus als ich. Weißt Bescheid? Das funktioniert auch noch. Natürlich! Du bist der DJ, mach du das. Nein. Geil. So, wie du hier siehst, kannst du es sogar abnehmen. Na, schön mit den Flügelmuttern runterdrehen. Weißt du, ich kann das Ding auch mit nach Hause nehmen. Natürlich. Ja, ja, so kannst du auch mit lassen, Mann. Einen kleinen geknickten Schopperlenker. Ey, der Lenker ist der Hammer, Mann. Bananensattel. Ey. Hört auf den Klappern. Nur in den Sissi-Bar habe ich gleich noch einen Gepäckträger reingemacht. Schick, auf jeden. Weil die Box muss ich ja auch noch mitnehmen. Also, viel Spaß, Mann. Und damit du irgendwie nicht den Halt verlierst, haben wir dir ja richtig fette BMX-Pedalen von Yoga raufgebaut. Irgendwie oh, yeah. Mit Spikes drauf. Damit du niemals liegen bleibst, haben wir dir natürlich eine super dicke BMX-Kette draufgezogen. Wow. BMX für Natürlich einen Doppelständer irgendwie,
damit dir das Ganze nicht umkippt. Yes. Kannst du dir schön irgendwie im Stadtpark hinstellen und kannst richtig fett deine Mutter umdrehen. Was nützt dir das beste Rad? Ohne Reifen. Du willst ja auch fahren können, ha? Dementsprechend habe ich dir Felgen eingebaut. Um was für Felgen? Eine ganze Menge Speichen, ja? Hinten 144, vorne 144 sind zusammen. Na? Gut, 288, habt ihr mal nachgerechnet? So, Carol, wenn du nachts vom Club nach Hause fährst, musst du ja auch gesehen werden. Das hier sind nicht irgendwelche komischen Drähte, die ich dir da hingebaut habe. Nee, das ist ganz was Besonderes. Nigel, Licht aus! Hier unter der Sitzbank befinden sich die Akkus. Da hast du auch gleich den Schalter für deine Lichtanlage. Drei Lampen vorne, drei Lampen hinten. Das ist auf jeden Fall helle Luft für dich. Yo. Na, und was fehlt an dieser Kiste noch? Na? Ich würde sagen, du brauchst ein neues Handy. Was? Ja, natürlich. Das neue geile Ding von Mitsubishi mit iMode. Wow. Das ist so eine Art Internetdienst fürs Handy. Das packen wir dir hier hin und dann kriegst du immer die neuesten Nachrichten direkt draufgefunkt. Du kannst alles dir angucken, was du brauchst, auch immer für deine Auftritte oder wie auch immer. Immer am Handy. Alles klar, geiles Ding. So, mein Lieber, jetzt ist er offiziell gepinnt. Okay. Aber wie? Aber eins fehlt noch. Damit man dir das Ding nicht wegnimmt, ist auch ein bisschen schwerer. Also halt dich fest. Yes. Das Extreme Plus, das Fahrrad klaut dir nicht mal Godzilla, mein Lieber. Ich schwör's dir. Viel Spaß. Achtung, Achtung! Bitte räumen Sie die Straße. Hier kommt Dr. Berger mit seinem Disco-Mobil. Zu so einem coolen Vogel wie mir gehört nicht nur ein geiler Style, sondern auch ein fettes Bike. Und dank Elbcoast Cycles und MTV habe ich jetzt das coolste Bike der Stadt. Das ist Dr. Bergers Blink Blink. Wenn ich das Fahrrad sehe, so, dann, ey, das ist Klappi, das Teil. Das ist immer noch, das hat Seele, das hat Soul. Da drehen mir die Augen, ey. Ja, der Launch-Sattel ist das, Alter. Und diese Stange ist komplett neu, Alter. Schieß hier rein, die war vorher nicht dabei. Boah, mich fährt, ey, was geht da? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Schön geworden, das Fahrrad, und ich denke mal, dass Carol auf jeden Fall damit einen dicken Schlag bei Frauen hat. Und es wird seiner Karriere auf jeden Fall nur förderlich sein. Wie geil ist das denn? Das ist nicht nur mehr Dr. Berger, das ist schon Dr. Burner. Endlich geht's bergauf mit Deutschland. Mein Fuß ist wieder heil, Carols Bike ist fit und es ging sogar viel schneller als bei mir. Und mit dem Ding wird sogar Dr. Dre zu seinen Auftritten fahren. Hier drin? Ja. Was ist mit dem Rockcase? Da ist eine Anlage drin, Alter. Was? Damit kann ich jetzt bei meinen DJ-Gigs einfach vorfahren durch den Haupteingang und brauche das Ding nicht mehr im Hinterhof zu parken. Danke MTV und Elbcoop Cycles für Pimpin' My Fahrrad. So oberblink-blink-fett. Danke. Alles gut, ja? Ich habe mir gar nicht wehgetan. Ja, okay. Alles gut. Ich habe mich so erschrocken, ich wollte die Frau nicht umfahren. Also ich liebe Fahrradfahren, über alles. Hab mein halbes Leben lang auf dem BMX-Rad verbracht. Weiß nicht, wie viele Modelle ich geschrottet habe. Aber es soll ja nicht nur fahren, es muss auch ein bisschen stylisch aussehen. Man muss cool
cool damit sein. Das ist ein großes Problem für Marion. Sie ist Beauty-Assistentin beim Frauenmagazin und ist echt cool. Aber ihr Fahrrad ist ein Albtraum. Und das werden die Jungs von Elbcoast Cycles und ich jetzt ändern. Ich besuch sie. Sie hat keine Ahnung, dass ich komme. Haut rein, schaut zu. Pimp My Fahrrad. Jetzt auf MTV. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. I mean, you can make this look like that. Damn right. Hallo, ich bin Marion, 25, und das ist mein Superfahrrad. Also hier fehlt leider auch schon die Bremse. Und da das Schloss, das ist leider auch schon rangewachsen und geht nicht mehr ab. Ich krieg das ja gerade mit hier, ne? Also bist du echt eine super Kunde, ne? Aber ey, wenn du ein Fahrrad hier abstellst, dann mach ich mir echt Sorgen. Wenn hier irgendwie Leute kommen und das Fahrrad sehen, dann kommt hier keiner mehr in den Laden rein. Ne? Das rollt nicht mehr wirklich so. Das Licht ist leider total zerstört. Die Gangschaltung ist auch keine Gangschaltung mehr. Marion ist so ein lieber und hilfsbereiter Mensch. Aber ganz ehrlich, dem Fahrrad ist ein Desaster. Das Einzige, was noch dran ist, sind die Glitzersteinchen an der Klinge. Und die geht auch noch ein bisschen. Ich bin Nico, ich bin Marios Freund. Ihr habt ihr schon gesehen, super sweet. Nur, sie hat ja auch ein kleines Problem, das Fahrrad. Man rumfährt, damit so die Leute gucken, man verletzt sich daran eventuell. Also wie sieht denn das aus? Ganz ehrlich, die Ansage steht, pimpt dieses Fahrrad. Ich habe das Fahrrad mal vor 10 Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen. Hä? Wann habe ich mir denn ein Fahrrad gewünscht? In einer stellt sich heraus, dass dieses Fahrrad eigentlich meine Mutter haben wollte. Hey, Lady! Funke. Marions Fahrrad geht gar nicht. Marion ist eine super Freundin von mir. Sie passt immer auf meinen Sohn auf und die hat echt Narrenfreiheit von mir. Aber mit diesem Fahrrad gehe ich mit ihr nicht mehr über die Straße. Weil dieses Fahrrad ist leider überhaupt nicht Beauty, sondern extrem ugly. Und es ist nicht nur ugly, sondern auch noch total kaputt. Deswegen, MTV, bitte, 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 pimp mein Fahrrad. Thinking of a master plan. Step with the record. Step with the record. Thinking of a master plan. Das ist es. Das kann wohl nicht wahr sein, oder? Man soll wohl nicht sehen. Ja? Funktionieren wenigstens die Bremsen. Das braucht eine Radikalkur. Funktioniert auch super, hört man ja. Aber Hauptsache gestrasst. Ja, da, das ist, wie soll ich denn damit überhaupt zu Elbcoast Cycles kommen? Du bist so abgrundtief hässlich. Du kriegst was Neues, du brauchst was Neues und jetzt klingel ich bei dir und mach ja auch. Da die Schuhe. Schick, ne? Die sind süß. Hier bin ich richtig. Weißt du, warum ich hier bin? Wegen dem Fahrrad? Nee, weil ich dir erstmal deine Bremse und zweitens mal dein Werkzeugtäschchen gebe. Das hast du aber schön gemacht hier. Ein bisschen viele Bilder, aber sonst finde ich sehr nett. Und gleich ins Schlafzimmer. Na dann. Ich muss ja mal so ein bisschen gucken. Ich muss den Jungs und der Cuddy von Elbcoast ein bisschen erzählen. Was ist das? Das ist ein Top aus Melbourne. Das hat eine Freundin für mich genäht. Hier ist alles so sauber und ordentlich und auch wirklich hübsch. Hast aber schon einige Dinger mit getanzt, oder? Wie passt es zu dem Fahrrad, was da unten steht? Gefällt mir halt nicht so und deswegen wird es auch nicht so hübsch spannend. So ein Lipgloss, das ist ganz was Tolles, weil die Lipglosse sind da in kleinen Pralinen-Schächtelchen drin. Oh, ist das süß. Los, komm runter, wir machen ein Fahrrad. Das ist ja nicht zu ertragen hier. Oh, das war ja, das ist ja schon wieder Vorhersehung. Weil das geht nicht. Vorne ist eine leichte, aber nur eine leichte 9. Kein Licht, keine Bremsen.
Was ist das hier eigentlich, eine Zugschaltung? Das war mal eine. Super. Hier unten, da, Pedale. Alright. Los, schließ ab das Ding, damit es endlich los ist. Ich wollte gerade sagen, da muss ich mal schauen, ob der Schlüssel überhaupt abgeblieben ist. Ah, super. Okay, dann stelle ich mir hier unten ein Zelt auf und warte mal so lange. Okay. Hör mal. Oh wow. Klingt gut, oder? Ich glaube, ich setze mich einfach hinten drauf. Gibst du mir ein bisschen Schwung? Ja, nein. Tschüss, vielen Dank. Super. Es war mir ein Volksfest. Und hier. Dieser scheiß Gucke, das ist ein ganz schwerer Fall. Das Rad ist von einem auch ganz süßen Mädchen irgendwie, von der Marion. Und die ist so ein bisschen so mit Lipgloss und so. Die hat mir gleich ihr Lipgloss gezeigt. Blond und rosa? Ja, blond und rosa. Und süß, aber und viel Geld! Ja, ich hab ja auch gesagt, irgendwie Beauty-Assistentin, Wohnung, alles schön eingerichtet, ganz sauber, ganz schick, echt geschmackvoll. Habe ich gesagt, was ist mit dem Fahrrad? Oh, das sieht aber richtig scheiße hier aus mit den Kettenblättern. Da müssen wir mal ein bisschen neuen Satz draufballern. Kadi, Plüsch, Plüsch, Plüsch? Oder was macht man da am besten irgendwie? Ich bin doch auch ein Mädchen, da weiß ich doch, was ich will. Irgendwie Straße und Tüdelkram und sowas. Da kriegen wir was Schönes hin. Lass es uns so lange noch abstellen, so lange wir reingehen. Steht, wieder eins. Leute, diesmal wird es besonders interessant. Ja. Marion ist nämlich eine Beauty-Assistentin. Das heißt für uns, diesmal drehen wir nicht so auf, machen das Ganze nicht so wild, sondern eher ein bisschen netter, also echt nur ja, was Elegantes. Ja. Und nicht einfach nur so. Aber Rock'n'Roll ist geil. Ist geil, aber wir falsch. Sind da falsch. Okay. Okay? Gabel, Sattel, Lenker, was hast du vor? Ja nun, okay, du hast es ja schon gesagt, sie ist eine feine Dame. Da werden wir diesmal kein aggro-aggressiven Knicken Lenker nehmen, sondern schön elegantes, geschwungenes Cruiser-Lenker, genau. Da passt natürlich eine geile Springergabel. Ja, geil. So richtig schön mit verchromt, ja, mit Feder und so. Ja. Dann werde ich hier vom Brooks einen Sattel bestellen. Und dann schön elegant weiß beziehen. Oh, sehr schön. So vielleicht in Plüsch. Auch in rosa, wie der Lack ist und so. Ja. Also Lenker, Gabel und der Sattel, das wird schon extrem cremig werden. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ein kleines Barbie-Rad für kleine Lady. Was ist denn typisch Frau? Lippenstift. Ja? Du hast was. Geil. In Pink? Ja, geil. Das passt. Daraus machen wir Ventilkappen. Aha. Kann sie abnehmen, aufschrauben, benutzen und dann braucht sie irgendwas. Till? Wo sie ihre Schminke, ihre Accessoires verstecken kann. Nicht einfach ein bisschen Puder und Schminke in die Tasche stecken. Das ist deine Aufgabe, du brauchst hier eine Halterung, sie kriegt von mir einen Beauty Case. So Till, dann deine Aufgaben sind glaube ich fast klar und so wie ich dich kenne, ist da noch mehr in deinem Kopf drin. Lass mal hören. Wir können vielleicht überlegen, ob wir hier einen Schwung ansetzen, ein Rohr einfach überlegen, also ein Doppelrohr von der einen Seite, von der anderen Seite. Und wenn wir früh genug schon anfangen, in den Bogen überzugehen, dann können wir das da vergessen machen, weil dann werde ich das von oben abdecken. Hier wird was dran gebrutzelt, da wird was dran gebrutzelt, aber mit Vorsicht. Also, das ist nicht ganz einfach, aber ich merke schon, ihr habt Bock, auch mal was Elegantes zu machen. Ja, das ist halt heiß, oder? Ja, richtig schön. Kommt hier mal heiß. Bin ich bei dir, glaube ich, genau an der richtigen Adresse für die Effekten, oder? Die kriegt eine Nabenschaltung, das wird auch alles ganz gut. Ich hab eine Geheimwaffe im Hintergrund drin. Und als Special habe ich mir gedacht, die kriegt eine Alarmanlage. Eine Beauty-Assistentin, die muss ja auch irgendwie so, das ist wie so ein Fernseher irgendwie. Hey, man muss auch mal kreativ sein. Es gibt doch diese kleinen portablen DVD-Player. Ja. Ja. Okay. Den machen wir da ran und dann haben wir auch gleich wieder eine schöne Aufgabe für. Hey. 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 Du hast ja auch sonst nichts zu tun, also.
Ne? Das klingt ja schon alles sehr exzellent, was ihr euch so ausgedacht habt. Ja, das ist alles der richtige Weg. Ich bin sehr... Und ich hab mir ausgedacht, kommt mal hier. Marions Fahrrad ist sau hässlich. Ob die Elbkurs Cycles ihren Hobel zu einem internationalen Topmodel aufmotzen können und Oliver Korytke seine Mission Beauty erfolgreich erfüllt, seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Bei MTVs Pimp My Fahrrad. Die ist Beauty-Assistentin, heißt Marion. Okay. Und dass da nichts mehr zu retten war, dass da nichts mehr zu retten war, sieht man ja. Und ich hoffe irgendwie, ihr macht sie glücklich. Wir geben unser Bestes. Versprochen. Alles klar. Tschüss, danke. Hau rein. Bis in ein paar Tage. Tschüss, ciao. Marion, guck dir deine Schrottschäse nochmal an. Das Ding wird jetzt gepimpt zu einem richtig schönen rosa Beauty-Fahrer, wie sich das für dich gehört. Mann, gut, dass ich beim Schweißen immer ein Visier getragen habe, sonst wäre ich jetzt so verbrannt. Und so viel, wie ich an deiner Kiste rumgebraten habe und hier was biegen und da was ransetzen. Jetzt ist es mittlerweile cruiserleicht, aber das, was dafür alles getan werden muss. Flexen, dass die Funken fliegen. Ich bin durchgedreht. Hier flexen, da funken, da fatzen. Und dann noch im Schwung zu bleiben. Schön, formschön, weiblich. Aber ich glaube, es hat geklappt. Beurteilt selber. Hier hat unser Brusher Sunny Clayton dir extra noch eine schöne kleine Blume hier vorne drauf gesprüht. Passend zu deinem Look haben wir uns gedacht, machen wir das Ganze richtig schön knallig pink. Zickzack, frischer Lack! Die Doppelstrebe aus Fallenden wurden weggenommen. Schön und hier schöner Cruiser-Schwung. Und da wollte ich irgendwie nochmal Cardis wünschen, nochmal kurz ein bisschen zugute kommen. Und hey, ja, du meinst schon, ja, ne? Da müssen wir nochmal ran. Ran. Ja. Gut ab. Genau. Respekt. Kam mir die Speichen nicht klar. Und dann kam Mink mit seinen Zauberhänden und der... Ich muss mal die Sprühergabel ranhalten hier. Ich möchte die ganz gerne festmachen. Soll ich mit anpacken? Ja, ja, einmal durch da bitte. Einmal durch. Hast du schon Fett dran? Ja, Fett dran. Jo. Ich halte. Den hast du übrigens super klasse bezogen, ne? Das ist. Ja, das ist geil, ne? Auch mit den Chrom hier. Das ist richtig gut geworden. Das ist richtig gut geworden. Besser geht's nicht. Und an der Alarmanlage passt auch noch. Ja, das weiß ich nicht. Muss ich erst mal gucken, wie Till das hinten mit dem Schirmhalter hingekriegt hat. Okay. Aber. Oh. Oh, okay. Till! Wir müssen ja weiter runterkommen, ne? Wir müssen weiter runter, weil so groß ist die nämlich nicht. Wir können ja Plateauschuhe kaufen. Genau. Nein, ich mach da irgendwas mach ich da. Junior, kommst du mal gucken, bitte? Weißt du, das passt jetzt schon wieder zu dem rosa Lack. Flüschi und das passt zu ihr, finde ich. Total zum Stil. Junior, kommst du mal zum Halten, bitte? Irgendwas? Guck mal! Da habe ich doch gleich das Passende für. Guck mal. Go! Oh! Wahnsinn. Das machen wir alles nur für dich, Marion, damit du dein Licht schön hier an- und ausschalten kannst. Marion,
noch einen schicken rosa Schirm für dein Fahrrad. Mit Plüsch natürlich wieder und rosa Spitzen, so bist du immer vor der Sonne geschützt. Das ist voll Hawaii, ne, oder? Da kennen wir doch mal. Geil. Klapp, klapp, zack. Marion, dieses Ding bei dir vorne auf dem Lenker drauf, du verpasst keine von deinen Beauty-Sendungen. So Leute, Korrekte hat gerade angerufen. Nee. Doch, die sind auf dem Weg. Nee. Die sind hier. Wir müssen fertig werden, fertig werden, fertig werden. So, jetzt kommt Marion gleich, die wird aber Augen machen. Sag mal, ist das euer Ernst? Soll das so bleiben? Das ist unser Ernst. Ich finde, das ist zu leer. Irgendwas, das kleine i-Tüpfelchen fehlt noch. Irgendwas muss noch drauf, eine Kleinigkeit. Ich glaube, der i-Punkt steht hinter dir. Ihr könnt euch ja noch erinnern, wie ich das Fahrrad abgeholt habe. Das war ja eher ein Albtraum und kein Fahrrad mehr. Ich habe mich auch mächtig blamiert, als ich damit hierher gefahren bin, zu den Elbcoast Cycles. Wir müssen auch die Boxen noch anbringen. Ja, die Boxen müssen wir, das stimmt, die müssen wir da noch anbringen. Aber die haben jetzt was draus gemacht, da wird sie so eine Augen kriegen. Yes! Yes! Ah, na? Ich habe mich auch ein bisschen aufgepimpt. Ja, ich sehe das schon. Ne? Extra für dich. Also, jetzt sind wir aufgestrasst und sind bereit, um zu gucken, was die Jungs gepimpt haben. Dann mal los. Tag und Nacht haben sie geschuftet. Und versprich mir eins, wenn du es siehst, pimp nicht gleich aus. Bist du schon gespannt? Und wie? Ja, ey. Okay. Wie Weihnachten. Also, Jungs. Wir am Rad drehen. Es ist höchste Zeit zum Abgehen. Hübsches Mädchen wie du muss ich ja unterwegs auch ein bisschen stylen können. Okay. Und dafür haben wir hier ein kleines Beauty-Dress. Murray's Superline. Und die Freunde von John Frieda. Super, oder? Bobby Brown. In the house. Toll. Sogar ein kleiner Film dabei. Hör mal. Es lebt. Es lebt. So, Marion, komm mal her. Gefällt dir das? Aber wie? Ne? Den Sand habe ich mir vom Buchs bestellt. Mhm. Den gab es aber leider nicht in Weiß. Ich habe mir erlaubt, den nochmal neu zu beziehen. Einen schön geschwungenen Lenker. Amen. Passend dazu habe ich dir eine schöne Springergabel an, ne, damit der Style von vorne nach hinten gleich kommt. Oh, yeah, yeah. Yeah. Am besten fällt mir ja das. Ja, da kommt jemand anders. Dieser pinke Leg muss natürlich auch abgesichert werden, weil sonst ist der Ruckzuck weg. Aber sollte sich irgendein Fremder mit seinem bürgerlichen Gesäß auf diesen weißen, auf diesen weißen Sattel setzen, ja, wird automatisch der Arm. Yes. Ihr kriegt's nicht. Und Schickilagi zu dem weißen Sattel natürlich schicke Weißrandreifen. Und damit du trotzdem für den größten Notfall immer gewappnet bist, kannst du hier die Ventilkappe abschrauben, deinen Lippenstift, und den kannst du dann benutzen, damit du auch immer schick bist. Den Schirm hast du ja schon bewundert, ne? Falls es doch mal regnen sollte, was selten passiert, kannst du den Schirm zusammenklappen? Und Till hat ja einen super Schirmhalter gebaut. Oder? Die Ponytails hast du auch schon bewundert. Ja. Deine Kiste, die wurde noch mal von mir so ein bisschen geliftet. Ja. Ich habe hier den schönen Cruiser-Schwung Doppeloberrohr reingezogen. Da hinten dein Schirmhalter. Und hier für die Symmetrie Zeitschriftenhalter. Sehr cool. Ja. Ja.
Okay, um deine schönen, schmuden Rahmenformen irgendwie zu erhalten, irgendwie haben wir dir runde Pedalen dran gesetzt, wo du auch noch Löcher hast, um mit deinen High Heels irgendwie da reinzugreifen. Du hast eine Trommelbremse hinten zu der Nabenschaltung ergänzungsweise. Das ist sehr selten, muss man dazu sagen. Du hast eine schöne, dicke Kette gekriegt. Eine Siebengang-Schaltung, wie gesagt, das ist absolut ladylike. Was will eine Frau mit einer sportlichen Kettenschaltung? Genau. Und was braucht eine Beauty-Assistentin, um sich auf ihren Job vorzubereiten? Ganz genau. Und das haben wir hier hereingebaut. Wow. Das ist ein DVD-Player. Auf dieser Seite ist der Lichtschalter. Wie du siehst, leuchtet vorne das Licht. Und hier hinten haben wir auch noch eine Lampe für dich. Damit schön hoch, damit dich jeder sehen kann. Wenn für die Beauty-Shots, die hier schon drauf sind und die du da machen kannst, kriegst du natürlich irgendwie noch eine Karte. Rock ist jetzt Rosa. Abus-Kabelschloss und damit du immer nach Hause findest, ist da oben sogar ein Kompass drin. Zum Ausziehen, zum Zurückziehen. Und wenn ihr auch damit einverstanden seid, würde ich mal sagen, Marion ist jetzt offiziell aufgepackt. Yeah. 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 Hey, und jetzt? So, jetzt fahr ich mal los. Wow. In meinem Leben ist ja irgendwie alles Beauty, der Job hat mit Beauty zu tun, die Wohnung ist schön. Nur eins hat bis jetzt nicht so gestimmt, das Fahrrad. Aber das ist jetzt Gott sei Dank auch perfekt. Das war dein Fahrrad, oder was? Ja, ich glaub doch kein Mensch. Hier habe ich der Eisen, ne? Einen neuen Doppelbogenschwung reingebaut. Das ist für deine Zeitschriften. Ja, genau, das ist für die Zeitschriften und für den Schirm. Den kann man abbauen und da reinschmeißen. Eine wundervolle Frau mit einem wunderbaren Fahrrad. Was sie davor hatte, ging ja in keinster Weise klar. Dieser marmorierte Albtraum. Und das jetzt vom Feinsten. Versuch das doch mal zu klauen. Schauen wir mal. Ach, was passiert? Damit bist du echt der Hammer. Das ist ja richtig geil. Ach Quatsch, nein! Mit dem neuen Fahrrad jetzt überlege ich jedoch tatsächlich einen Heiratsantrag zu machen. Von daher mal sehen, was kommt. Und ein kleines Puschelchen. Und eine coole Lampe. Also ich glaube, mit dem bist du der Star mit Nikolas. Ja, genau. Dieses Fahrrad ist sensationell geworden und Marions Schönheitsbegriff ist vollkommen, glaube ich. Mit Beauty Case und Föhn und Bürste ist sie bestens ausgestattet. Danke an die Epo Cycles. Ich bin jetzt echt happy und danke MTV für Pimping mein Fahrrad, so geil. Gut, ihr habt euch alle was Tolles überlegt. Morning. Bei den heutigen Benzinpreisen bin ich froh, dass ich mit dem Fahrrad fahre. Christoph würde das auch gerne. Der hat nur leider so ein furchtbares Fahrrad, dass es überhaupt gar nicht geht. Daran super Mensch ist, nämlich Zivi und gerade ganz viele Menschen unterstützt. Das heißt, alte Damen und Kinder motzen wie ihm sein Fahrrad so richtig auf, denn er hat's verdient. Jetzt auf MTV mit meinem Fahrrad. So you wanna be a player? But your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. I mean, you can make this look like that. Damn right. Ich bin der Christoph, ich bin 21 und das ist mein Fahrrad. Bremse ging mal, ist gerissen, habe ich geflickt. Mein Schutzblech sollte vor Wasser schützen, schützt mich vor nichts. Weder Dreck, Wasser, ich sehe aus wie eine Sau. Mein Mann, mein Krischi, ich liebe ihn so sehr, aber die verdammte Mistkrüge bringt mich wirklich zu Weißglut.
halte es nicht mehr aus. Es ist so peinlich, dieses Fahrrad. Meine Kette hier springt andauernd ab. Kommt zu spät, krieg Anschiss vom Pastor. Als Pastor dieser Gemeinde bin ich nebenbei auch der Chef von Christoph. Das Problem ist allerdings sein Fahrrad. Eine richtige Schrottgurke. Alles wird Arsch. Fängt der Tag schon mal schön scheiße an. Mein Mantel springt mir auch die ganze Zeit ab. Vielleicht, weil ich keinen Schlauch drin habe. Aber habe ich Schlauch drin, habe ich Loch drin. Wenn es die Kette nicht ist, ist es der Mantel. Wie soll ich tun? Ja, danke. Lach nur, lach nur. Moin, bin der Andi, komm auch aus Warnemünde. Kenn Christoph schon seit meiner Kindheit. Guckt euch das Fahrrad an. Er ist nur noch ein halber Mensch. Hier hinten habe ich noch so einen Schlechtwetterschutz für den Sattel. Total für den Arsch. Mit dem Fahrrad kann man sich ja auch nirgendwo mehr zeigen lassen. Ich bin ja, mit dem ist man ja voll ins Abseits geschoben. Ich möchte wieder ein vollwertiges Mitglied meiner Gemeinde werden. Bitte MTV, pimp mein Fahrrad. Hey ja, hör weg. Nein, nicht du, Mann, so heißt der Track. Jetzt komm ich. Ist er, ja? Das, ja? Pimp, mein kleiner Freund, da wollen wir ja mal sehen. Hallo? Na, wenn du mal nach Hause kommst, dann bist du aber dran. Christoph, ich bin ganz schön geladen. Ah, hier scheint's zu sein. Yeah. Oh yeah. Hallo. Ja. Das ist doch schön. Echt, ja? Kannst du dir denken, warum ich da bin? Ich glaube dir eigentlich. Ich wollte bei dir aufhören, so wie es aussieht. Also, darf ich reinkommen? Naja, wie soll ich sagen? Ich gewusst, dass du kommst, ne? Na komm, dann komm raus. Doch, ich hab's schon gesehen. Da gibt es einiges zu machen für die Jungs von Elb Coast Cycles. Nein! Na, kann da nichts mehr passieren. Als guter Rat, neuer. Es muss unbedingt gepimpt werden. Es ist eine Chaise. Es ist kein Licht dran. Es gibt, die Bremsen funktionieren nicht mehr. Es ist verrostet. Warum hast du es so verkommen lassen? Ja, was soll ich sagen? Ich meine, es fuhr ja noch, ne? Und wenn es fährt, dann fährt es. Und mehr brauche ich auch nicht machen. Du brauchst es zum Arbeiten? Ich brauch's zum Arbeiten, ja. Du bist? Ich bin okay. Und ja, dann muss ich aber zu meinen Omis kommen und zu meinen kleinen Kindern. Und naja, die lachen mich natürlich auch schon immer auf. Du wirst von uns ein Fahrrad zurückbekommen, wo einfach die Omis, ihre anderen Omis anrufen werden und sagen werden, heute kommt mein Zivi wieder mit Fahrrad. Sieht ja furchtbar aus. Also dieses Fahrrad, guckt euch das mal. Ich weiß nicht, ob er damit in der Werkstatt noch was anfangen kann. Ja, das ist, ich brauche nicht mehr aufpumpen, wenn ich Platten habe. Ne? Also, dann bewegen wir's. Tschüss. Ciao, Olli. Ciao. Links rum. Ich freue mich. Oh, ich habe meinen Raschen aufgegeben. Schön. Schluss. Ich schieb's. Aber schieben komme ich mir auch blöd vor. Wir sind der bei Fahrrad, da kann ich die Fahrräder nicht schieben. Mensch, der lässt sich schon wieder Zeit, der Olli. Guck mal, wo kommt er denn? Ich hab keine Ahnung. Ist doch seine Zeit. Wo bleibt er denn? Bist du denn irgendwo? Das muss ein ganz fertiges Rad sein, wenn der jetzt noch nicht hier ist. Oh, das braucht aber lang. Hey, Olli! Auf der Seite! Das ist das Fahrrad von Christoph. Der ist ja voll auf dem Zahnfleisch. Ja, aber voll. Da ist noch nicht mal mehr ein Schlauch drin, ne? Das ist voll der Bote Gottes, voll der Engel. Der hilft Kindern oder ist für Kinder da und ist für alte Leute da.
fährt immer nach Warnemünde am Wochenende, da kommt er her, ihn zieht's ans Wasser und er will gerne Kitesurfen lernen. Oh. Das da ist eine so hammeralte Öldruckbremsenaufnahme. Es schaltet nicht mehr, es bremst nicht mehr, es eiert. Es ist völlig... Wie soll man auch da schalten? Ja, der Sattel ist super eingenau. Der wird aufgehört. Hinten der Bremsfallschirm. Super nett, ein super lieber Typ und deswegen finde ich irgendwie, hat er das auf jeden Fall 100 Pro verdient. Okay, heute geht es um den Engel Christoph. Engel deshalb, weil er ist super hilfsbereit, er ist Zivildienstleistender, er wischt also auch nach dem Essen den alten Leuten mal den Tisch ab. Ah, okay. Arbeitet auch im Kindergarten. Supi, wir hat was Gutes tun. Ja. Ich danke euch für die Unterstützung, das finde ich sehr schön. Und jetzt schieß doch mal los, was du ihm Gutes tust. Also ich würde sagen, wir lassen unsere Connex zu Blaupunkt spielen. Ey, die haben... Nee, ich verrate euch das nicht. Das ist so geil. Er muss hier was und da und voll. Richtig so bum, 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 bum. Und Sound, Sound. Und Kitesurfer? Ja. Krempel hier, Krempel da. Eine Menge Krempel. Sound auch noch? Sound auch noch. Okay. Ja. Anhänger. Nickel, erzähl mir mal, was machst du mit dem Lenker? Freund der Sonne, ne? Pass auf. Vorne eine fette Rockshock, ja. Mountainbike-Gabel. Und der Sattel, der muss natürlich auch aufgemotzt werden. Mann, Mann, Mann. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier arbeitet. Und natürlich wieder einen richtig dicken, fetten Lenker. So, dass er da richtig schön drauf fahren kann. Du hast das Fahrrad gesehen, das ist 28 Zoll. Wenn er da mit so einem Lenker drauf sitzt, ich finde, wir sollten da ein bisschen was Flacheres machen, weil... Ich meine, das ist meine Abteilung. Ich bin auch für Sattel und Lenker zuständig. Du bist dafür da, dass du auch Vorschläge bringst. Ich meine, wir können das auch abstimmen. Wer ist für einen Elbhänger? Wer ist dafür, dass wir einen flachen Downhill drauf machen? Alles klar, überstimmt. Nickel, du sollst den flachen Lenker. Kalli, erzähl mal, was hast du denn für den Engel Beach Boy? Accessoires? Also, der muss sich auch irgendwie umziehen am Strand, ne? Und ich kenne das ja selber, deswegen kriegt er von mir vielleicht so eine Umkleidekabine. Genau, Kalli, wir reden von einem Fahrrad. Mink, ja. Du hast den Rahmen gesehen? Das, ich glaube, high-end-mäßig kannst du dich an dem Teil austoben, oder? Ja, Lisa, da freue ich mich schon drauf. Neue Bremsbacken. Dann kriegt er ein vernünftiges Schaltwerk. Was kalt geschmiedet ist. Und eine richtig geil vernickelte Kette. Kriegt dann noch irgendwie einen Brake-Booster drauf, dass das Ganze nicht irgendwie aufbiegt. Da bauen wir schön irgendwie auf SRAM-Komponenten auf, weil das war ehemals Sachs. Michi, was machst du für den Beach Boy, den himmlischen? Himmlisch? Himmelblau. Himmelblau ist gut. Das Rad muss himmelblau. Das sieht aus wie aus dem Urinal gefischt. Ich meine, guck dir das mal an. Das ist Pichagel. Da kriegst du auf jeden Fall was Grobes. Oh. Der muss durch den Strand, der muss über Schotterwege. Ja. Die Dinger müssen unkaputtbar sein. Hey, Christoph, aus diesem Stück bauen wir dir eine Sahneschnitte. Versprochen. Wir haben das richtig schön vorbereitet. Ich freue mich schon drauf. Wir sollten langsam anfangen. Ich bin wie die Elbkurs Cycles und Oliver Koritke aus Christophs trashiger Dreckschleuder einen himmlischen Fahrradraum zaubern, der sogar die Engel zum Singen bringt, erfahrt ihr, wenn ihr brav seid. Gleich bei MTVs Pimp My Fahrrad. Junior, es geht um Christoph. Ja, okay. Eine Seele von Mensch. Er hilft Kindern, ist in so einer Kirchengemeinde, hilft alten Menschen, ist nämlich Zivi. Und was er noch super gerne macht, er ist gern draußen am Strand. Strand, Strand, Strand. Ein Beachball-Fahrrad, gib uns ein bisschen Zeit, das bauen wir hin. Aber nur ein bisschen. Aber, ne? Tschüss. Alter, pimp den Jungen auf, der hat's echt verdient. Okay. Ein Engel auf Erden. Alles klar. Viel Spaß. So, Jungs und Mädels. Wir haben viel zu tun. So, genau. Wir müssen fertig werden. Was hast du dir denn so gedacht? Das ist aber nickel. Wie, was hab ich mir gedacht? Ey, ernst was? Gibt's Licht? Wie Licht? Ja, Licht vorne, hinten, alles klar. Gut, aber. Hey, oh, oh. Wir wollen hier doch arbeiten im Team, Spaß haben und so. Bye-bye.
kluger Mann. Am Strand sein, salzige Luft, das hat irgendwie so ein bisschen was Hartnäckiges. Also, ich habe den Rahmen Gesandtstrahl in einer riesigen Kammer, diesmal mit Ganzkörperanzug, damit das auch alles richtig schön nett wird. Und dann Verzinkung drauf. Blauer Himmel, blaues Fahrrad, blaues Meer. So muss das aussehen. Schön surfermäßig für dich, damit das auch richtig schön glänzt in der Sonne. 1000 Schichten in Klarlack drüber. Das Ding ist einfach nur 1A schicki lucky. Pass auf, Christoph. Ich habe gehört, du hast eine super liebe Freundin. Und damit sie dich schön umarmen kann, während du mit ihr in den Sonnenuntergang gleitest, habe ich ihr eine richtig schöne Sitzbank für den Gepäckträger gebaut. Und zwar habe ich ein Brett genommen, habe Schaumstoff fixiert und richtig schönes Leder ausgesucht. Und zwar passend zum Sattel. Und ein Sozi für deine Freundin, damit du schön mit ihr bequem in den Sonnenuntergang fahren kannst. Ich habe mir was einfallen lassen. Eine Sitzbank für den Gepäckträger, hey, damit dann die Freundin das schön bequem hat. Genau, ich finde es nur ein bisschen schlicht. Irgendwie. Guck mal, was hältst du denn hier von? Puh. Das ist ja abgefahren. Guck mal, die können wir hier noch raufsetzen und dann wird das Polster auch gleichzeitig noch ein bisschen runtergezogen. Cool, das sieht ja aus wie so ein Sofa halt. Ne? Ja, genau, wie so ein Polsterknöpfe, Sofaknöpfe. Aber mit deinem Anhänger, weil du wirst eine ganze Menge Gepäck dabei haben, du wirst einen dicken, fetten Sound dabei haben. Von der Anhänger, das ist das Tüpfelchen. Und zwar so richtig. Aber übrigens, Kai, ich weiß, ich bin total hier im Stress. Die ganze Aufgabe und so kriegen wir. Also wenn du wählen könntest, ne? Was für eine Wahl. Weißt du, noch chefmäßig. Weil irgendwie. Ja, schau dich mal um hier. Hier passiert auch schon wieder nichts. Das passiert gar nichts. Christoph, nie wieder ein Platten. Und kick dir das an. Kick dir das an. Das ist wie eine Diamant-Trennscheibe. Ein Elbhänger schon wieder. Ja, klar. Da drauf. Immer gut, immer gut. Da immer stören. Das ist gut. Was macht also, ihr denn damit? Hey Mann, der Lenker. Richtig schön, du weißt, alle hinter mir. Der bestellte Lenker ist jetzt gekommen. Und der passt yes. Wunderbar da drauf. Okay. Ne? Noch mit der Schere. Sei nicht traurig. Christoph, siehst du? Das ist der richtige Duschvorhang für dich, damit dein Astralkörper am Strand auch geschützt ist vor ungewünschten Blicken. Die Leute sind gleich da, wir sollten das mal auf den Prüfstand hauen. Boah, die Schaltung, ja, wir müssen fertig werden. Ja, hier müssen wir jetzt das Schussbild anmachen, gell? Ja, das Tätzchen machen. Das sieht gut aus. Aber denk dran, wir müssen fertig werden. Fertig werden. Jetzt kommt Christoph, der fängt gerade so ein bisschen mit dem Kitesurfen an. Aber wenn er sieht, was die ECPs und ich für ihn getan haben, dann wird er die Wolken nicht erklimmen, sondern erstmal aus allen Wolken fallen. Also, bis gleich. Ist das eine Attacke oder ist das eine Attacke? Jetzt muss man kurz ein bisschen leiser machen, sonst versteht ihr mich gar nicht. Ist ja unglaublich. Ich glaube, der Christoph wird der Erste sein, der richtig pünktlich ist. Da freue ich mich. Und ist schon soweit. Schönes Wetter hast du mitgebracht. Hey, ne? Ja. Wenn Engel auch reingehen, oder?
Bist du gespannt? Aber, mein lieber Mann, ich halte dich fest, keine Sorge, fällt's nicht um. Ich pass auf dich auf. Die haben sich mächtig ins Zeug gelegt und heb nicht gleich ab. Wir gehen jetzt mal gucken. Bist du gespannt? Hey, seid ihr auch schon da? Ja, hey! Ah, die sind auch schon da. Also, ich halte ihn fest. Ja, das ist besser. Bitte, bitte. Die sind verrückt, die werden immer verrückter. Wir sind die Besten, wir sind die Engel. Die Kiste ist jetzt ein kompletter Beachboy geworden. Da ist alles dran, was du für einen Strand baust. Los, hau ab, ich Du hattest ja an deinem alten Rad irgendwie eine schöne rottige Magura dran. Jetzt hast du hier das nagelneue 2005er Modell. Mit einer verbesserten Anbaumöglichkeit irgendwie, die kannst sogar du einstellen. Dann haben wir dir deine Sachskurbel erhalten. Und schönen Umwerfer. Das ja, sieht wirklich gut aus. Non Plus Ultra, ein SRAM XO Schaltwerk. Ja, so, das ist das Feinste, was du eigentlich kriegst irgendwie auf dem Markt. Yes. Guck mal hier, damit du mit deiner Freundin schön in den Sonnenuntergang fahren kannst. Aber damit sie weich gepolstert ist, hat Nickel den Sattel gepolstert hier. Oh. Und, hast du das schon gesehen? Kleiner Anker, Hühnerpferd. Und weil du dann auch im Gelände fährst und zum Strand und so, ein Downhill-Lenker. Mit einer richtig fetten Rockshot Europa. 160 Euro. Die Gaben, ja, genau, die Gaben. Die Reifen sind der Hammer, die sind praktisch unkaputtbar. Ja? Und innen beleuchtet. Die sind Alufelge, Doppelkammer und Alunabel. Du kennst doch die Situation, wenn du am Strand bist, du ziehst dich um zum Surfen, zum Baden und so. Ja. Und alle Frauen hängen da und gucken. Und nicht nur die Frauen. Das ist ja der Wahnsinn. Eine Umkleidekabine hast du ja. Hier ist die komplette Mucke drin, aber für die Mucke hat sich Till die letzten 4 Wochen echt die Finger wund geschraubt. Pass mich mal auf. So. Man nehme eine gute CD, die drückt, die Bass hat und schiebt das mal in diesen netten Chicago Blaupunkt Player rein. Wow. Yeah. Thanks, Blaupunkt. Thanks. Achtung, und jetzt, listen to this. The day. Transparenzserie von Blaupunkt. Der Subwoofer wird mit 600 Watt versorgt. Ich habe jetzt, damit halt schön drückt, Sound reingemacht. Ja. Aber dem ist nicht gut. Yes! Hast doch wohl Krell! Die wie die! Paulin! Die machen nicht nur Alarm. Da, da und da ist auch noch Beleuchtung, die im Takt blinkt. Das machen wir aber, wenn es dunkel ist. Blaues Wasser, blauer Himmel und so, ne? Blaue Augen. Muss das natürlich auch. Das Ding ist, ne, der Oberhammer, Till hat das ganze Ding perlgestrahlt, alle schön runtergeholt. Und jetzt pass auf, das Ding ist verzinkt. Das heißt, das rostet dir in 10 Jahren. Licht hier vorne, alles wasserdicht. Kannst du abnehmen und wenn du dein Kalt dann am Strand zusammenbaust und alles schön verzetteln kannst, aber Kalt. Wie, du hast kein Kalt? Du willst doch Kalt surfen. Ich will doch nicht. Alle keinen Rast, würde ich sagen, nimm doch einfach das hier. Das ist ja auch, dass er den Arsch aus dem Wasser kriegt und dann kann er auch einen anständigen Drachen. Yeah. Und komm, 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 komm,
Und dann wird der Drachen hoffentlich aus 1000 Meter Höhe, wie das so langsam aufs Wasser gleitest und dann nicht so gut aufkommst, dann brauchst du ja auch irgendwas, um deinen hübschen Kopf zu schützen. Und habt ihr da noch eine Idee? Ist da gesagt, da haben wir eine Idee. Michi? Ah, Michi. Das tut ja gar nicht weh. Ich würde sagen, Christoph, damit bist du offiziell aufgepimpt. Yeah! Unglaublich. MTV, Elko Cycle, Olli. Was ist denn da für ein Tag? Mit meinem alten Fahrrad habe ich ständig Ärger gehabt. Mein Pastor war schon kurz davor, mich rauszuschmeißen. Danke, MTV, für Pimping Christophs Fahrrad. So geil. Jetzt ist alles anders. Hallo? Was ist das? Ist ja der Hammer. Hier am Radweg, es ist höchste Zeit zum Abgehen. Das Ding ist der absolute Brüller. Hier geil. Für am Strand Sonnenmilch. Wahnsinn. Oh, geil. Damit dein zarter Körper nicht rot wird. Ich bin auch ganz benommen von diesem Fahrrad. Die Leute werden nicht mehr lachen. Der Sommer kann endlich kommen. Vielen Dank, Mädels, wirklich. Vielen Dank. Ist der Wahnsinn, oder? Oh. Das Fahrrad hat Bums vorher. Ich muss sagen, ey, war nur ein halber Mensch mit dem Fahrrad. Ja. Guckt mal, wo Bums herkommt, Männer. Nee. Bums kommt was aus dem Wagen. Was sind das hier alles für Geräte? Also das Fahrrad ist so heiß, ich glaube, wir müssen die Straßen hier in Hamburg City mit Teflon beschichten. Und dazu ein absolut wahnsinniger Teil von Surfers Paradise. Und dazu bestimmt noch diese super coole Helm. Jetzt gibt's kein Geklimper und kein Geklapper mehr. Jetzt gibt's keine Schläuche, die willenlos aus meinen Felgen gucken. Besser geht's gar nicht. Ist das nicht schön? Das ist brillant. Danke MTV for pimping mein Fahrrad so geil. One for the money, two for the show. Come on baby, let's go, don't you step on my blue suede shoes. You can do the thing, but don't you learn to suede shoes. Alright. Fahrradfahren war schon immer cool. Damals in den 70ern gab es Bonanza-Räder. Wolf hat so ein Fahrrad auch auf dem Trödelmarkt abgeschossen. Da ist ganz schön der Lack ab. Und Wolf ist ein richtig kreativer Typ. Der Typ hat im Legoland gearbeitet, hat diese Häuser zusammengebaut, hat heute noch Steine zu Hause und spielt oft mit seinen Freunden. Aber sein Fahrrad geht gar nicht. Er hat keine Ahnung, dass ich komme, ist ein cooler Typ und wir knallen ihm da richtig Lack drauf. Jetzt bei MTV, Pimp My Fahrrad. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Ich bin Wolf, das ist mein Fahrrad. Ja, das ist meine Mühle hier. Wie ihr seht, da muss einiges dran gemacht werden. Klingel, sehr wichtig. Geht hin und wieder sogar. Der Tacho, das ist ein Top-Hightech-Ding. Und da ich gerne schnell fahre, ist das sehr wichtig. Am Sattel
da ist ein kleines Loch drin, da sammelt sich bis zu 2 Liter Regenwasser drin und dann, naja, das gibt eine nasse Büchse. Hier unten die Aufkleber, sehr schön hier. Großer Preis von Europa, 1974, August, Nürburgring. Das Ding ist älter als ich. Muss man Wolf sagen, ist ein netter Kerl. Er lässt mich auf seinem Sofa pennen und so weiter. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Sein Fahrrad ist einfach scheiße. Hier vorne Dynamo geht nicht mehr ran. Hier Gangschaltung, 3 Gänge. Hakt. Er ist ganz nett und so, aber ich glaube, man muss wirklich was machen, um ihm zu helfen. Es klappt einfach alles nicht für ihn, also mit den Frauen. Hier Erik, der sagt immer, wenn ich mit dem Ding losfahre, der ist schon voll genervt. Na, fährst mal wieder mit einer Rostlaube los, ey. Ja, gucken die Weiber natürlich komplett weg und sagen so, oh nee, nicht der schon wieder mit dem Fahrrad und so. Versucht da irgendwie rumzuposen mit dem Fahrrad, was gar nicht geht. Ja, und dann kommt er halt wieder und ist total enttäuscht, traurig. So, der Typ braucht unbedingt ein neues Fahrrad, das muss aufgepimpt werden. Bitte, bitte, MTV, pimp mein Fahrrad. Area 61, da bin ich richtig. Bonanza Rad. Das muss es sein. Kann man mal sehen, wie man ein Fahrrad verkommen lassen kann. Wolf, dafür bist du dran. Wir werden es schön aufpolieren. Hier ist eine alte Sackschaltung dran, ein Tacho ist dran. Ist wie gesagt ein altes Bonanza Fahrrad, original. Trommelbremse ist noch dran, was super ist. Und ich werde dem Wolf jetzt erstmal die Ohren langziehen, dass er das Ding hat so verrecken lassen. Aber wir werden ihm auch helfen. Also mein Kleiner, ich bin gleich wieder da. Und Wolf kriegt jetzt ein paar offen. Genau. Sieht ja schon mal gut aus. Da schläft noch einer. Mal sehen, ob er gleich aufwacht. Oh. Moin, Singer. Bist du Wolf? Nein. Wo ist denn der? Glaube ich doch. Scheiße, Alter. Na, was ist denn hier los? Ja, meine Lieben. Wie sieht's denn gut aus? Geil. Na, Tag, Moin. Moin. Hallo, Oliver. Sorry, ich wollte dich nicht so voll wecken. Hallo, Tag, Oliver. Ist das ein ehemaliger Laden hier oder was ja. ist das? Das hat angefangen als Porno-Videothek. Okay. Danach illegaler Coffeeshop. Okay. Ekelladen. Okay. Gutes Und jetzt Karma hier. Also. Sehr gutes Karma, der Laden. Was machst du eigentlich beruflich oder hast du gemacht? Ich bin Illustrator irgendwie. Okay. Oder hab bei Lego auch gearbeitet, Designer irgendwie so. Okay. So Häuser zusammengebaut und so. Ja, so kleine Lego-Modelle, ja, ja. Du weißt, warum ich da bin, oder? Ich kann mir das vorstellen. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Das Fahrrad ist einfach der Hammer. Also ich habe ja schon mal geguckt und ich find's echt schade, was du hast mit dem Fahrrad gemacht. Ja, die alte Rostlaube. Wo hat's denn gestanden so lange? In der Scheune. Echt? Das ist ein Scheunfund, ist das? Es ist eine ganze Menge dran zu machen, aber es ist halt ein unheimlich schönes Teil. Elbcoast, ihr werdet eure wahre Freude an dem Ding haben. Ja, macht's klar, ey. Macht die Hürde okay, klar, ey. Ja, wenn ich meine Übernachtungsmöglichkeit brauche, dann rufe ich an, oder? Ja, genau, kommt sie einfach vorbei. Danke, Herr ciao. RBR61, tschüss. Tschüss. Das gibt's doch gar nicht, ey. Hau dann mit dem Rad ab, ey. Geil, ey! Danza! Hey! 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 Hey!
Scheiße. Ist das ein geiles Fahrrad? Ist das ein geiles Fahrrad? Der Typ ist Cartoonist, lebt hier in Hamburg. Und was super lustig ist, er hat ewige Jahre im Legoland in Dänemark Häuser zusammengebaut, was ich eigentlich super geil finde. Alleine schon wie die Bremse da aufgehängt ist, das ist ja normal. Da gibt es total oldschool Bonanza-Rad-Style. Okay, da ja, super. Aber die Gabel hat richtig einen weggekriegt. Die ist total schief. Die ist richtig schön. Ich glaube, das Licht geht nicht mehr. Das ist das Licht. Wir pimpen das Fahrrad, weil du cool bist und weil das Fahrrad auch super das cool Fahrrad ist, oder? Ich meine, das ist der Hammer. Das ist ein schönes Teil. Hey Leute, back to the 70s. Der Typ heißt Wolf. Und es ist ein Bonanza-Fahrer. Ja, Bonanza. Und was ich noch richtig lecker finde, er hat mal bei Lego gearbeitet. Da habe ich kurz mal was vorbereitet. Hier. Cool. Wie früher. Und ich finde, da können wir doch irgendwie, können wir das miteinander mit dem Fahrrad verbinden. Den Rahmen blau machen. Blau? Oder rot. Schönes Rot. Nee. Rot ist auch nicht schlecht. 70er Jahre gelb. Und dann sag, ist 70er Jahre gelb also, oder orange. Lass mir das los entscheiden. Nimm mal zwei Steine. Okay. Und ich sag... ich mische die mal nochmal. Da siehst du. Sehr schön. Gelb ist das los. Wir machen mit gelb. Wir machen den Rahmen gelb. Dementsprechend... Till, was machen wir dann jetzt mit dem Rahmen? Till? Ja, ich höre schon die ganze Zeit zu. Ich bastel was aus Lego. Okay. Ich muss da irgendwie was sehen. Dann werden wir, glaube ich, hier ein wenig Lego unterbringen. Hier vorne ein bisschen um die Rohre rum, hier hinten was ranbasteln. Okay, Nickel, erzähl mal, was machst du denn für Wolf? Ja, ich hatte früher auch ein Bonanza-Rad. Also, das war zufällig auch gelb. Wie wir schon festgestellt haben, die Gabel. Es ist schon verzogen, verbogen. Das wird natürlich ein Problem. Da müssen wir ordentlich unsere Kontakte spielen lassen, die wir Gott sei Dank haben. Aber das wird eine harte Nummer. Der ist ziemlich durchgesessen, wie man sieht. Schlägt schon Falten. Das bedeutet neue Polsterung. Die Sitzibar weg, die kurze, eine lange hin. Mit Federung. Mit Federung. Ja, das muss auf jeden Fall. Finde ich gut. Und Kadi? Was machst du für den Kerl? Bonanza-Rad finde ich super cool. Und zwar oldschool, da kommen überall nur diese Originalteile ran. Das gehört an jedes Bonanza-Rad. Den machen wir hier hinten ran. Hier kommen noch Spiraldinger rum. Weißt du, diese alten aus den 70ern? Und Leute, das sind keine Nachbauten jetzt irgendwie, sondern das sind alles original 70er-Jahre-Teile, die da an das Fahrrad kommen. Okay, Mink. 70er-Jahre, Bonanza-Rad, High-End. Passt das wirklich so zusammen? Also, naja, ich habe da schon irgendwie dran gedacht, dass er irgendwie vielleicht ein GPS-Navigationssystem irgendwie kriegen soll. Hey, die Dinger sind so groß. Auf jeden Fall müssen wir da erstmal eine modernere Kurbel ransetzen, irgendwas mit Vierkant. Ich wollte früher immer so ein Teil haben. Ich hab's nie bekommen. Ich war fasziniert von den Trommelbremsen, von der Dreigangnadel mit dem Leerlauf. Kennst du das doch von den Bonanza-Rädern von früher, irgendwie mit den Spielkarten? Das setzen wir hier rein. Okay. Ja, geil. Und lassen wir ihn das richtig schön knattern. Sehr schön. Da. Michi, Special Effects, was machst du denn für den schönen Bonanza-Fritzen? Bierdeckel lassen wir mal weg. Der kriegt natürlich einen schönen Auspuff. Der braucht Blinker und der braucht Zügel. Ja. Den bauen wir noch einen Blinker hin. Geil. Würde ich sagen, Till baut hier noch ein bisschen weiter und wir fangen schon mal an zu arbeiten. Lass uns mal arbeiten, aber okay. Nicht so laut. Bonanza. Ob der liebe Wolf gleich große Augen macht, wenn die ECPs und Oliver Kuritke sein völlig verwahrlostes Bonanza-Fahrrad legomatisch aufpimpen, seht ihr gleich, wenn ihr schlau seid, bei MTVs Pimp My Fahrrad. Junior, du weißt Bescheid. Wolf spielt gern Lego, ist Illustrator und ich glaube, am Fahrrad kann man nicht mehr viel machen, weil es ein geiles altes Bonanza-Rad, am Rahmen meine ich, und alles andere überlasse ich euch. Jeha! Hey, Gringos! Wolf, dieser Gaul kommt auf keinen Fall in unseren Stall. So kann das Ding nicht auf die Straße. Wir kümmern uns darum, das Teil wird aufgepimpt, damit das auch wieder Spaß macht, in die Sonne zu reiten. Juhu! Thank you.
Lego-Gelb. Wie die Sonne. Bin losgegangen mit meiner Farbpalette und hab original genau denselben Gelbton getroffen. Eine Schicht Grundierung, zwei Schichten Lack und vier Schichten Klarlack. Das Ding brennt wie das Feuer auf der Ponderosa. Ich freue mich sehr darüber, dass wir ein Bonanza-Rad diesmal haben. Bonanza-Rad, Lego, da hat er ja auch gearbeitet. Das sind zwei alte Schulen, die aufeinandertreffen. Damit habe ich den kompletten Rahmen verkleidet, nachdem ich ihn gesandstrahlt habe. Konnte schön bei mir zu Hause basteln, wie bei mir früher. Es hat so einen Spaß gemacht, endlich wieder Lego bauen. Mann, das war eine Arbeit. Wir sahen die ganzen Teile für die Gabel zusammen zu bestellen. Und über Kollegen und so haben wir es endlich geschafft. Polo-Rad-D. Also die waren jetzt sehr hilfreich, ja, das stimmt. Das, also wenn man was dass braucht, die nicht haben, das gibt's auch nicht mehr. Sehr schön, das klappt doch schon mal sehr gut. Kann ich Feierabend machen? Nee, Feierabend geht nicht. Du kannst einen Augenblick Pause machen. Feierabend? Nee, eine halbe Stunde bist du wieder da, okay? Sklaventreiber. Na, Rolf? Das sieht doch nach Bonanza aus, oder? War ich also so gut. Hab deinen alten Sattel demontiert. Neu gesattelt sozusagen. Gepolstert, schön 2 cm. Wieder schön schwarzes Leder. Hinten eine Deckplatte für dein Katzenauge sozusagen, damit man dich von hinten schön sieht. Ja, so ist das in Ordnung. Ja. Sicherheit am Arbeitsplatz. Ja. Du musst ja mal was schneiden. Was schneiden? Was soll ich denn schneiden? Das passend machen. Oh. Der kriegt von mir einen Auspuff. Oh nein. Doch, so ein richtig Knatterton-Auspuff. Das ist doch eine Tröte, oder? Der ist doch gut, oder nicht? Und der knattert richtig. Und yo, Leute, sauber. Dann ab auf den Montageständer damit. Wir müssen reinhauen, wir müssen fertig werden. Okay, au. Okay. Schicke Lego-Ventilkappen. Was hältst du denn davon, Wolf? Legoland! Hey Junior, Kika hier. Die Jungs von Navigon, die haben so ein sexy kleines Navigationssystem. Das ist richtig simpel, richtig angenehm und jetzt müssen wir nur noch hier irgendwo einen Platz finden. Ganz schön klein. Hey Wolf, ich baue dir gerade einen super Turbospuck-Auspuff an. Und denn einmal ordentlich an deinem Rad dreht, verstärkt sich das Geknatter dieser Karte durch dieses kleine Röhrchen und ergießt sich über diesen dicken Endtopf und kommt da hinten mit einem lauten Knatter-Knatter raus und dann freut sich die ganze Familie. So, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Druck. Das ist filigran, ich weiß, ihr braucht Zeit, aber wir müssen echt reinhauen. Die sind gleich hier und wir müssen jetzt echt das hin. Dann okay? Halt uns doch nicht länger von der Arbeit ab, dann können wir auch fertig werden. So, jetzt kommt Wolf. Der hat sein Bonanza-Rad ganz schön verrotten lassen. Verschlafen hat er mit Sicherheit nicht, weil jetzt ist schon nachmittags. Der kommt jetzt und wird seinen Augen und seine Ohren nicht trauen. Pimp! Nicht funktioniert. Muckeboxen haben wir auch gerade ausprobiert. Navigationssystem, damit Wolf sich nicht verfährt. Läuft, läuft, läuft. Lass mal hören. If you have a girl problem. Yo! Was rundet noch mal schön ab. Hey! Schön.
ist das? Ist er das überhaupt? Wie sieht der denn aus? Ich hab dich gar nicht erkannt. Letztens in Unterhose aus dem Bett mit dir. Olli. Schön, dass du da bist. Ja, was ist hier los? Willst du sehen? Ey, raus damit. Wo ist es? Also, wir gucken es uns an. Komm. Ich bin gespannt. Ja? Hoffentlich. Jetzt geht's los. Eins, zwei. Und was kommt danach? Drei. Genau. Also eigentlich ist es so, wir haben gedacht, wir schenken dir ein weißes Tuch. Ja. Und jetzt? Na los jetzt! Ja. Hier am Radweg ist es höchste Zeit zum Abgehen. Ihr habt ja eine absolute Macke. Ja, genau! Ey, es ist... Es ist ein Traum, ey. Vor allem, das sind alles so Oldschool-Sachen, ne? Das sind alles so in dem Stil, von wann das Fahrrad ist. Aber das könnt ihr ja viel besser erklären. Jetzt legt mal los. Ich muss den komplett sandstrahlen, damit irgendwie unser Junior auch ein bisschen Lack drauf machen konnte. Und dann habe ich nach dem Lackieren hier ein bisschen Lego-Kaschierung gemacht, da ein bisschen. Bei manchen Sachen wurde ich natürlich noch unterstützt vom kompletten Team beim Gebastel. Klar, wir sind ja auch ein Team, wir müssen auch zusammenarbeiten. Also wir haben natürlich eine Original-Gabel genommen vorne. Wir mussten ziemlich viel die Kontakte spielen lassen. Vom Feinsten. Original Bonanza-Lenker, das kennst du ja. Und einen alten Sattel. Schön bequem gepolstert. Ja. Fass mal an. Da kannst du mal wieder packen. Ja, genau. Ja, bitte ist das. Und die gefederte Sissi-Bar. Gefedert! Na, also bequemer kommst du nicht voran. Aber pass auf, Wolf, jeder Wolf hat einen Schwanz und jeder Fuchs auch. Und der gehört natürlich auch an deinem Bonanza-Rad. Das ist klasse! Yeah. Ventilkappen! Ja, natürlich auch Lego. Ja. Lego-Männchen geköpft. Ohne Gnade. Wolf, du hast einen richtigen Ausbruch gekriegt. Hörst dir einmal. Jetzt haben wir dir hinten irgendwie eine Dreigangnarbe mit einer Trommelbremse eingebaut. Weil es BMX ist alles, hast du natürlich auch schöne BMX-Pedale da drauf gekriegt. Jetzt kommt nämlich das Wichtige, genau. Einmal die Verlängerung sozusagen. Dein neues Mitsubishi-Handy mit E-Plus-i-Mode drin. Kannst du alles abchecken, Party-Szene. Wenn du am Strand liegst, rufst du deine Süße an, sie soll vorbeikommen, weil die Sonne untergeht. Wie Weihnachten, nur besser. Wenn du dir noch eine Wegbeschreibung durchgeben musst, haben wir hier noch ein neues Navigationssystem für dich. Langsam reicht's, ey. Dieses Navigationssystem von den Jungs von Navigon. Am Ende der Straße, rechts abbiegen. Ich habe das vorhin getestet. Du darfst dich aber bitte auch nicht in die falsche Richtung begeben. Die Stimme ist freundlich, aber du musst trotzdem in die andere Richtung gehen. Navigation am Fahrrad. Auf welchem Planeten sind wir eigentlich? Und hier bei dem MP3-Player, Creative MP3-Player, ich habe die Halterung dazu gebaut. Der Rest kommt von wem anders. Ein bisschen Musik sollte hier auch am Verkehrsplan sein. So, kannst du dich denn ein bisschen unterhalten, wenn deine Freundin nicht dabei ist? Ja! Was damit, Mann? Es ist so geil, die kleinen Details, die ganzen Schrauben, es ist alles, war ja alles verrostet. Es ist einfach wieder... Picobello. Ist noch schöner als meins. Falls du dich fragst, die ganzen Originalteile, Polograd, heißer Tipp, da gibt's richtig, da gibt's alles. Und jetzt guck dir die alten Landmann. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Apropos Original, Blinkanlage. Müsst du mal hier her. Genau. Oh. Ja. Ja. Blinker nach links. Wow. Fett, ey. Viel Hammer, aber Blinken allein bringt ja auch nichts wegen der Sicherheit. Wenn's vorne dunkel ist, ist es hinten schön hell. Ja. Ich habe ja auch noch eine Kleinigkeit für dich. Er ist ja Illustrator, wie ihr alle wisst. Und wenn er am Wasser oder am See ist mit seinem Fahrrad und damit er auch ein bisschen zeichnen kann und weiterarbeiten kann, habe ich ihm eine kleine Staffelei besorgt. Ja, kannst du dir da schön aufhören. Schön auf dem Sitz. Schön auf ruhig. Und ich habe mich auch mal versucht, naja, ist nicht wirklich doll geworden, aber ich habe dir schon mal ein kleines Bildchen gemalt. Echter Kuritke, oder was? Ja, genau. Jawoll! Also, dann würde ich sagen, der Wolf ist offiziell
aufgepimpt. Ey, Elb Coast Cycles. Was ein Tag, ey. Ich kann's. Ey. Ja, ihr habt eine Macke, ey. Ihr habt eine einfache Macke. Mit diesem neuen Fahrrad, mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich muss ja ehrlich zugeben, das alte Fahrrad, das war mir dann ja zum Schluss schon ein bisschen peinlich. Und der Auspuff, der ist absolut umweltfreundlich, aber der macht mal so richtig Krach. Was für ein schönes Gefühl, dass ich beim Fahrradfahren endlich meine Lieblingsmusik hören kann. Und das Beste ist, ich kann die jetzt so laut hören mit den Boxen, dass alle anderen mitkriegen, was ich für einen tollen Musikgeschmack habe. Der Sound, Alter! Alle den Sound an! Geil! Hier am Rad drehen, ist es höchste Zeit zum Abgehen. Und jetzt zeige ich euch hier mal die Mugga! Den Himmel treibt er ja ganz genau. Hier geht's los. Ich habe mit einigen gerechnet, aber das ist echt der Hammer. Ja, mach den Alarm an! Und ich kann nur sagen, Hamburg steht dir jetzt offen. Mit dem Lego-Rahmen haben sie alles schön gemacht, weil ich hier bei Lego was am Start hatte. Haben sie gedacht, so. Ey, das passt aber gut, ne? Sieht so wie du aus. Ja, und hier fährt der Tod mit. Hier ist der Tod. Ja, super schönes Rad. Jetzt kann man sich endlich mit Wolf sehen lassen. Er hat echt das coolste Fahrrad der Stadt. Es wurde halt wirklich nicht viel Spaß hier. Alter, krass, was ging hier? Ich kann jetzt Krach machen und du hörst mich schon eine halbe Stunde, bevor ich da bin. Komm, hier. Ist nicht eine Turbo-Tom-Sammelkarte. Also, ich habe ja schon mal ein geiles Fahrrad, würde ich sagen. Aber das Ding ist mal die Oberherde, sage ich. Das, viel mehr geht nicht. Fuchsschwanz habe ich auch gekriegt. Der ist zwar nicht so lang wie deiner, dafür aber dicker. Das Fahrrad ist ein Traum. Sex on Wheels. Warum hab ich bloß nicht so ein Fahrrad? Wenn der Wolf das mal nicht sieht oder so, dann leih ich mir das Fahrrad einfach mal aus. Dann fahr ich mal in die Schanze. Komm, komm, Lego ist meine Leidenschaft. Das kann ich jetzt endlich auch hier an meinem Bonanza-Rad so richtig zeigen. Nur Originalteile von 1974. Wie geil ist das denn bitte? Auf alle Fälle ist für mich jetzt so eine richtig gute Zeit angebrochen und darüber freue ich mich. Danke MTV for pimping mein Fahrrad. So geil. Das ist Wolf. Ich bin Wolf. Scheiße. A little sweet stereo. Sporttreiben ist eine gute Sache. Wenn man Fahrrad fährt, macht man das ja auch schon so ein bisschen. Wenn man Profifußballer ist, so wie Benjamin Adrian, dann muss man richtig viel rennen und hat nicht so viel Zeit, sich um sein Fahrrad zu kümmern. Aber dafür sind wir da, die Elb Coast Cycles und Olli Korytke. Wir pimpen ihm sein Fahrrad auf. Pimp mein Fahrrad, jetzt auf MTV, ne? So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You try to pimp my ride. I mean, you can make this look like that. Damn right. Ich bin Benny, 23, und das ist mein Fahrrad. Ich habe das Fahrrad geschenkt bekommen zu meinem 18. Geburtstag von meinen Großeltern. Ich habe das Fahrrad von Anfang an in mein Herz geschlossen. Seht ihr die beiden eingravierten Fahrradfahrer doch? Ist das nicht niedlich? Das wundervolle, formvollendete Rücklicht, worüber ich mich freuen würde, wenn es erhalten bleiben würde.
diese erotischen Formen hier vorne an meinem Schutzblech. Drop it. Drop it. Fahrrad. Bei aller Liebe für mein Fahrrad muss man doch ehrlicherweise sagen, es gibt natürlich auch Sachen, die nicht so ganz einwandfrei sind. Dieser ganze Rost und so, dieser ganze Schrott irgendwie. Ich würde ja gerne mal auch sowas wie eine Sporttasche auf meinem Gepäckträger mitnehmen. Benny dann mit seinem alten Hollandrad, das bald auseinanderfällt, das ist eigentlich eine Krankheit auf zwei Rädern. Benny ist eigentlich ein Typ, der die Frauen anzieht, aber dieses Fahrrad macht alles kaputt. Dieser Dynamo, er ist natürlich komplett verrostet und macht gar nichts mehr. Wenn er noch Leistung bringen würde, würde es spätestens an diesem Licht hier scheitern. Völlig beklopptes Fahrrad. Jetzt nimmt er das Fahrrad hier mit nach Hamburg, ist nicht zu fassen. Kommen ihn aufs Trainingsgelände, jeder lacht ihn aus. Ich hab doch keine Ahnung, was gut ist. Lass mich in Ruhe, ey, Mann. I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9.5 in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake hat. Hört ihr den Sound? Könnt ihr ihn hören? Sie quietscht. Wir waren noch kürzlich auf Jamaika 3 Wochen lang. Es war wirklich mal eine Wohltat, einfach so 3 Wochen sein beschissenes Fahrrad nicht irgendwie sehen zu müssen. Top-Qualität, aber einfach ein bisschen ungemütlich. Also Benni, mit dem Ding passiert ja gar nichts mehr. Wenn du noch einmal mit hier zum Training ankommst, dann findest du es nicht mehr wieder. I need to say one thing. Benny, you need a fucking new bike. Mir geht das wirklich auf die Nerven, zum Gespött meiner Mitspieler und Freunde zu werden. Und deswegen bitte Oliver Kuritke und MTV, pimp my Fahrrad. All right now, wasn't that fun? Ist das schön eklig. Da hilft nur eins. Abschließen, mitnehmen, pimpen. Adrian, das ist es. Hallo? Hier ist Kuritke. Ich wollte deine Chaise abholen, damit du dich mal wieder ins Stadion trauen kannst. Mit einem anständigen Fahrrad. Ja! Hallo! Was geht? Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Wie geht's? Ein Handschlag der Freude und Dankbarkeit. Mit dem Fahrrad, auf was stehst du überhaupt so? Auf was ich stehe? Ja, was magst du ganz gerne? Was muss auf jeden Fall ran? Dicke Boxen und irgendwie eine gute sowas. Dicke Anlage. Habt ihr gehört? Dicke Anlage, dicke Boxen. Merkt euch das. Gehen wir ganz schnell mal runter, gucken uns das Ding an und dann können wir ihm bestimmt helfen, oder? Are we the last living souls? Are we the last living souls? Dass dich deine Teamkollegen überhaupt noch irgendwie mit dem Fahrrad ins Stadion lassen, ist ein Wunder, aber das werden wir jetzt ändern. Es ist überhaupt nicht mehr verkehrssicher, hier geht keine Bremse mehr. Der Sattel, dass du dich da noch draufsetzt, immer mit einer alten Jeans dann oder was? Schmerz, also mit ab und zu im Schritt. Schmerz, glaube ich. Also bei dieser Kette hier unten, ja, da kann ich ja nur hoffen, dass ich mit dem Ding heil ankomme irgendwie, weil die ist schon dermaßen verrostet. Das wird eine Fahrt werden. Meine Güte, mit dieser Chaise durch die Stadt. Super. Also dann, mach's gut. Herzlichen Dank. Wir werden dir das Ding richtig aufpimpen. Yeah. Du wirst es sehen. Yeah. Und grüß mir deine Mannschaftskameraden. Tschüss. Tschüss. Oliver Kuritke war bei mir. Ich fass es. Hey, Olli, das ist toll!
Es wird immer besser. Ey, das ist das Rhythmusfahrrad. Ich hatte die ganze Zeit Musik unterwegs. Hatte mal so Chicken Chaka. Ihr glaubt nicht, wem dieses Fahrrad gehört. Ja? Das gehört Benny Adrian von FC St. Pauli, der Mittelfeld. Damit fährt er zum Training? Damit fährt er manchmal zum Training im Sommer. Und seine Freunde irgendwie, wie gesagt, sind, glaube ich, auch nicht so begeistert. Nicht verkehrssicher, so geht's ja nicht, Benny. Sag mal, kann man den Sattel nicht zu Brugs ins Museum schicken? Gar nicht. Was ist das für ein wahnsinniges Schutzblech hier? Das ist ein richtig gutes noch. Unglaublich. Ja, da können wir eine ganze Menge draus machen, oder? Also machen wir aus dem Regionalliga-Fahrrad wieder ein Erstliga-Fahrrad. Genau, hier auch. Wir pimpen's dir auf, Benny. So, Benjamin, St. Pauli, Nummer 23, Mittelfeld. Neue Technik mit dransetzen. Ich finde, das Fahrrad soll auf jeden Fall braun werden. Pauli ist braun. Braun-weiß. Ne? Okay, Till, erzähl mal, was machst du denn so in der Unformat-Ecke? Diese alte Schule, die Schwünge und sowas, die muss ich in irgendeiner Form versuchen, da unterzubringen. Und hier, sehr das finde ich so sexy. Ja. Ob ich jetzt hier raufsetze oder so ganz da durchziehe und hier oben noch Blech rein und ein kleines Blech rein. Fände ich sehr gut, wenn wir hier ein Blech reinsetzen, weil dann können wir ihn da ein schönes Brush draufziehen. Ey. Ja, so schön. Kabelsattel länger, was machst du? Also ich finde, die Optik vom Fahrrad und die Sitzhaltung, die gehören zusammen. Und der Sattel, der ist versteinert. Das drückt mir in der Hand schon zusammen und Grünspan dran und Ekel und so. Die Gabel bleibt, vielleicht werden wir hier eine schöne Abwehrkaube neu bestellen. Okay. Ne? Ja. Und Lenker werde ich mir auch ein etwas älteres Modell raussuchen, das dann dazu passt. Ja, schön. Aber ich habe richtig Lust, das zu machen und ey, das wird richtig schön. Das wird richtig schön. Okay, Kadi, was hast du dir für Spielereien für den Mittelfeldspieler ausgedacht? Spannung. Das wird für mich ein Heimspiel diesmal. Und er steht tierisch auf Musik und der braucht solche Boxen an seinem Fahrrad oder eine Bassrolle oder keine Ahnung. Blaupunkt hat große, große Sachen, aber so mit riesen Bass Rollen und Autobatterien oder was da reinkommt, das würde ich ehrlich gesagt Till gerne übergeben diesmal. Ja. Da ein Koffer, da ein Koffer, hier ein Koffer. Viel Last muss stabilisiert werden. Machen wir! Der kriegt ein Spielfeld auf sein Fahrrad. Oh. Und ein Stadion drumherum. Was? Ja. Spielfeld. Ja. Nee, gut, dass du da bist. Was machen die High-Ends? Also erstmal, ich freue mich natürlich auch, dass ich hier bin. Um die Linie zu halten, wollen wir da ja irgendwie einen schönen geschlossenen Kettenkasten, wie es beim Hollandrad so ist, irgendwie komplett schließen, das Ding. Und vorne irgendwie ein Nabendynamo, damit da nicht irgendwie so ein Kabellage an der Gabel rumbimmelt. Seht ihr, seid doch gut, dass Mink da ist, dass wir den haben, der ist wichtig. Ganz klar. Und jetzt legen wir los, was uns denn der was? Du hast mich vergessen. Jetzt ganz im Ernst. Jetzt will ich nicht mehr. Lass uns anfangen, ihr werdet schon sehen, was wir. Endspiel für die ECPs und Oliver Kuritke. Jetzt entscheidet sich Regionalliga-Fahrrad oder Champions League Bike. Das Ergebnis seht ihr, wenn ihr dranbleibt. Gleich bei MTVs Pimp My Fahrrad. Thema? Fußball. Genau. Name? Benjamin Adrian. Nummer 23. Verein? St. Pauli. Viel Spaß. Ja, gucken, ob wir das hinkriegen. Wir sind die wilden Horden, wir rauben und wir morden, wir waschen uns nie. St. Pauli. Und die Kiste wird jetzt gepimpt. Also, dieser schöne Klassiker sollte weiterhin ein Klassiker bleiben. Den schönen Bogen reingezogen, wieder fett geschweißt, da geschweißt, da geschweißt. Aber schön verspachtelt, bei uns soll es smooth ineinander übergehen.
finde es so richtig sexy. Und es bleibt oldschool, 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 yes! Das Fahrrad war schwarz. St. Pauli ist braun-weiß. Und deswegen ist sein Fahrrad jetzt auch braun-weiß. Till hat dir hier die schöne Stange reingezogen. Hier haben wir dir nochmal St. Pauli draufgeschrieben, damit du weißt, wo du spielst und welche Spielnummer du hast. Die 23. Dafür waren wir bei Bajan Custom Painting hier in Hamburg. Der kann richtig gut mit Airbrush umgehen. Und haben dir da richtig was Schönes zaubern lassen von dem jungen Mann. Wenn das nicht lecker ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Guck mal, Benjamin, so sahen die Spieler vorher aus. Aber das hat nicht viel mit St. Pauli zu tun. Deswegen habe ich mir Pinsel, Farbe, Streurasen und Klebe besorgt, damit die Spieler nach St. Pauli aussehen. Und zwar so, mit Ringelsöckchen. Hey Benjamin, damit du auf deiner Fahrt zum Training auch selber trainieren kannst, kommt dieser Kicker vorne an dein Lenkrad. Und selbst du bist dabei, Mittelfeldspieler Nummer 23. Naja, siehst du? Tor! Ja! Benjamin, ich habe hier den Lepper geholt. Das ist ein richtig schön gefederter Sattel. Hab Wildleder besorgt in euren Farben. Bin in euren Fanshop gegangen. Waren super freundlich. Haben mir sofort den Aufnäher gegeben, damit ich den mit rannähen kann. Das ist doch mal ein Sattel. Damit bist du auf St. Pauli die Nummer 1. Leder. Oh, Benjamin, St. Pauli, Totenköpfe auf deinen Griffen. Deine eine Ventilkappe ist ein Fußball, die andere ist eine Eckfahne. Damit auch alles zusammenpasst. Hey, Benjamin, alles klar? Ich baue hier gerade deine Lampe. Fernlicht mit drin und er macht die komplette Lichtanlage hier oben über an und aus. Alles? Ja. Das wird. Das wird. Bobo Herman Monster, the word enhancer, sick of phony monsters, controlling the dance floor. I'm in them dark places, catch you when you... Das sieht vielleicht nach Pause aus, ist es aber nicht. Denn die Spieler müssen ja justiert werden und eingestellt werden, damit es richtig läuft, ne? So ein Namendynamo, ne, finde ich echt klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ne, nix nur mit Akkus aufmachen. Boah, das ist der Hammer, echt. Der Kistenmann, der kommt gleich an. Oh oh, oh oh. Ja, bei der zerhaftigen Kiste, das rumst und bumst. So super aus. Das Schild ist geil, ne? Ja, das nein, Schild, das ist super. Ich hier nochmal mit St. Pauli. Ja, da hat Basti sich echt Mühe gegeben, ey. Das ja. ist custom made. Alles mit der Hand gemalt. Ja. Benjamin Adrian kommt gleich von St. Pauli und der ist 23 Jahre alt, spielt mit der Nummer 23 im Mittelfeld und ich sag euch, dieses Fahrrad wird das neue Maskottchen. Also, viel Spaß in der Champions League. Und, funktioniert das auch, Tim? Normal, ja. Meinst du, es geht? Wenn der Anschluss Nein. sitzt? So nicht, ne? Nein. Yeah. Nee, nee, so war das nichts. Wir müssen die Halterung, die Bleche müssen wir noch mal minimal weiter runter. Schlitzschraubenzieher, lass mal einen Schlitzschraubenzieher, bitte. Na, Seite fest. Das ist heiß. Ja. Die Reeperbahn wird nach deiner Musik tanzen, Mann. Aber ich schwöre dir. Darf ich bitten? Aber wie? Muckfest! Ja! Oh, Lilly! Ich liebe dich dafür! Ein Benny Adrian.
Es gibt nur einen. Naja, also, da ist er ja. Mensch, ich warte schon und sing schon irgendwelche Lieder hier. Lern Guten Tag, hier. Schön dich zu sehen. Gespannt bist du ja. Und wie, der Schwede. Aber ich auch, weil ich hab's nämlich auch noch nicht gesehen. Mach das Ding auf. Ich mach das Ding auf. Hey, da siehst du, einer mit Geschmack, der will sein Fahrrad. Dafür ist er da und jetzt gehen wir's. Erstmal. Und hier siehst du jetzt dein neues Papa! Hier am Rad sehen, es ist höchste Zeit zum Abgehen. Hey. Hast du den Sand gesehen? Ach du Scheiße. Du erinnerst dich bestimmt an dein altes Fahrrad. Das hast du ja von. Ein bisschen anders ausgesehen. Ja, das hat von Opa geerbt. Deswegen haben wir dir auch die Originalteile von Opa drangelassen, wie die Chromnase. Das Rücklicht, kannst du dich noch daran erinnern, wie warzig und kaputt. Das ist auch das dran? Auto. Ja, Wahnsinn. Hammer. Ne? Und wir haben so einen Kettenschutz. Okay. Ist auch original. Ist auch nur original. Das, genau. Deine Lampe kannst du einfach hier ausschalten. Kannst auch auf Normalbetrieb schalten. Okay. Und du kannst auch noch auf, hab ich mir mal ausgedacht, auf Fernlicht schalten. Dafür, dass du auch irgendwie Licht hast, da hast du natürlich Nabendynamo bekommen. Nabendynamo? Ja, das ist integriert mit einer Rollenbremse, das ist so die Weiterentwicklung von der Trommelbremse. Das ist ewig. Verdammt. Du hast hier noch ein bisschen Gepäck zu tragen. Da haben wir dir eine 8-Gang-Nabe hinten reingesetzt. 8 Gänge! Yay! Komm. Haben wir gedacht, wir müssen schön Lepper, schön gefedert. Yeah. Siehst du ja. Hab braunes Wild wieder besorgt in der Farbe von St. Pauli. Ja, ist ja wie im Schulladen. Damit du immer dann eine aufrechte Haltung hast und einen Gesundheitslenker. Ich hab hier schon hier diese Ausarbeitung. So sahen die vorher aus. Okay. Und so sehen die jetzt aus. Ja. Bitte achtet auf die Ringelsocken. Bitte. Und hier oben hast du natürlich auch noch Fußbälle. Ich bin die Braun eigentlich, aber okay, Ausnahme hier. Ja, wenn du fährst, okay. Und ich habe dir hier nur so ein bisschen Gummi oben drauf gemacht. Ne? Ein bisschen Gummi? Ein bisschen Gummi. Dieser Gummi ist nicht nur verdammt schnell und reflektiert, dieser Gummi ist auch unkaputtbar. Die Glasscherbe oder eine alte Astra-Flasche draufgeschissen, fährt das Ding einfach so durch. Kann dem nichts anhaben. Kann dem absolut nichts anhaben. Den Oldschool-Style, dem habe ich noch mal einen draufgesetzt. Ich habe hier ein schönes, geschwungenes Zwischenrohr eingesetzt. Das war doch vorher noch nicht da. Nee, dafür hatten wir ja auch den Umformator. Ich habe hier noch mal schön was reingezogen. Hier verspachtelt alles. Und da noch mal kleine Laschen gemacht für das von Bastian sonderangefertigte Schild. Nur dieses eine einzige Mal gibt es nicht nur das Schild, sondern den Rahmen und alles. Nur für dich. Mir ist ganz heiß, ich habe mich erst mal ausgezogen. Wir können ja dann auch gleich noch mal ein bisschen weiterziehen. Velocity, die neue Serie von Blaupunkt da drüben und da drüben. Carbonmembran. Okay. Die halten so richtig was aus. Die ganze Sache würde nicht laufen, wenn da drin nicht ein netter Strom von Konrad wäre. Dieses Ding vom Blaupunkt Navigationssystem ist momentan noch gar nicht auf dem Markt. Kommt erst in 1 bis 2 Monaten. Tatsächlich? Oh. Ja, ist so. Und der Freestyler, der sagt, der braucht 0 Tachosignal oder sowas, der macht das einfach nur über einen Satelliten. Bitte wenden. Ja. Aber es fehlt noch was. Weite der Sicherheit, Olli. Stimmt ja. Safety first. Also. Herzlich willkommen! Ich mach den Ausflug! Tschüss!
Wie ihr seht, mir geht's jetzt richtig gut. Ich habe ein neues Fahrrad, ich habe Licht im Dunkeln, ich habe einen gemütlichen Sattel, ich habe sogar Sound auf meinem Fahrrad und ich kann mich noch nicht mal mehr verfahren. Nach 100 Metern links abbiegen. Verdammte Scheiße! Ey, ja, das bildet so einen Fan! Guck mal den Sattel an! Yeah! Das ist ja richtig geil. Yeah! Hast du mal gesehen, Tiefsfußball auf dem Fahrrad oder was? Das ist das Geile! Nicht schlecht. Schon mal am Fahrrad gekickert? Fahrrad kickern, ich wollte gerade sagen, das ist sowas an mir, nicht? Bist du das schon gesehen? Ja, ehrlich. Benni? Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft, Benni. Mit dem Fahrrad. Ja, vom Fahrrad hast du geschafft. Okay, bestimmt auch. Ja. Die Anlagen machen richtig Lärm. Boxen, Subwoofer, alles mit dabei. MP3-Player mit Navigationssystem. Was Navigationssystem? Damit du den Weg zum Tor findest. Verdammte Scheiße, du. Alter Schwede, das ist ein richtig geiles Bike geworden. Also, da würde ich schon mal gerne mit Benni und dem Bike am Wochenende Alster eine Party machen. Boah, am liebsten möchte ich auch so ein Fahrrad haben. Sehr, sehr gerne. Also mir geht's wirklich heute richtig blendend. Aber leider geht es auf der ganzen Welt nicht allen Menschen so gut. Manche Kinder haben kein Fahrrad, keine Fußbälle und noch nicht mal sauberes Wasser. Aber wir gemeinsam mit dem FC St. Pauli wollen da was verändern. Haltet einfach mal eure Augen auf und checkt unsere Homepage. City Walls, das ist Hamburg und die Sonne scheint. Oh ja, ja. Vielen Dank MTV für Pimping My Fahrrad. So geil. Da werde ich mir überlegen, vielleicht mit einem Ball zu.